Weißt du noch, ob man die Pikachu mit Cap bekommen kann? Nein, kannst du nicht. Das sind Events. Die gibt's nicht mehr. Außer das Cap-Pikachu aus Ultrasonne und Ultramond. Das kannst du dir holen, ist ein QR-Code. Aber alle anderen sind ein Event. Musst warten, bis die irgendwann verteilt werden. Ist sowieso komisch, dass sie in dieser Gen 9 keine verteilt haben. Oder dass kein neues dazugekommen ist. Es gibt halt kein Ash mehr. Hallo Azrael. Hallo Ali Reza. Funktioniert nicht viel besser online. JJ, du bist ein Dämon-Pelzebub. Farsky, du bist ein Mushas. Und Anne, du bist ein Eisenkrieger. Hä, warum passiert nichts? Was sind die besten Kopfhörer für dich, für Streamer? Weiß ich nicht. Meine sind's nicht. Hannes, du bist ein Gloomy-Gumi-Dingster. Ich... Irgendwas funktioniert hier nicht. Das dauert auch ein bisschen zu lang, oder? Ah, wir sind online. Ah, okay. Nummer 1 heute. Ich weiß nicht mehr, wie viele wir noch vor uns haben, aber es sind ein paar. Viscora, sag ich doch. Gloomy. Was? Shiny Stalos? Das sieht aus wie meins. Freemons.net ist doch nicht meins. Ich dachte, es war im Superball. Es war im Superball. Deswegen dachte ich, hey... So typisch Superball in Go gefangen oder sowas. Das erste ist direkt freemons.net. Keine Bänder, Level 50 im Superball. Was könnt ihr eigentlich? Also bisher freemons.net schneidet am schlechtesten ab, oder? Das wird am Ende wird eine Review zu allen Cheatmon-Webseiten. Welche Kopfhörer benutze ich denn gerade? Da solltest du einfach mal mein Equipment auschecken. Wo die Kopfhörer nicht aufgelistet sind. Keine Ahnung, welche Kopfhörer das sind. Ich glaube, die heißen... Ah ja, ja. Die heißen wirklich so. Ah ja, ja. Only Fabs, du bist ein Strawickel. Ausrufezeichen Equip. Da siehst du all mein Equipment. Freemon kriegt eine 3 von 10, ja, oder? Ist Strawickel gut? OnlyFabs. Was ist das für eine Frage? Wenn die Sachen vom 3DS abgestellt werden, kann man auch nicht mehr online Pokémon tauschen, oder? Wenn der Online-Dienst im April abgestellt wird, dann kann man nicht mehr tauschen, korrekt. Aber du kannst immer noch lokal tauschen. Also du kannst immer noch mit dir selber tauschen, wenn du 2DS hast, nebeneinander. Aber online wirst du dann mit einem Wundertausch, würde wahrscheinlich auch nicht mehr funktionieren. Das ist ja logisch. Ein normales Abra. Wer packt gehackte Shinies freiwillig in so einen hässlichen Ball? Schon, oder? Ist nicht der Superball einer der hässlichsten Bälle? Das war ein normales Abra. Hallo Jenny. Hab das mal gegoogelt, also nein. Herr Strawickel ist eine wundervolle kleine Kreatur aus Bayern. Bei dem Namen zumindest muss es aus Bayern kommen. Strawickel. Ich habe eine Frage zu deinem Pokémon Origin Dex Gen 3 Video. Okay, okay. Muss man Ennecke an erster Stelle oder reicht es an der zweiten Stelle? Nein, es muss an erster Stelle sein, aber es kann tot sein. Es kann K.O. sein, aber es muss an erster Stelle sein. Immer wenn es um Fähigkeiten geht, muss es an erster Stelle sein.
Wobei, Magma-Panzer und Flammenkörper müssen nicht an erster Stelle sein. Aber da ist klar, weil da erhitzt das ganze Team. Es muss auf jeden Fall an erster Stelle sein. Aber deswegen, mach's einfach K.O. und dann hast du nicht mehr das Problem, dass es zu schwach ist. Muss man Eneka und erster... Du hast es zwei miteinander geschrieben, oder? Weil in einem Video habe ich gesehen, dass du im Kampf einen anderen Pokémon damit bekämpfst. Ja. Ich meine, du kannst es trotzdem an erster Stelle haben, den Kampf starten und dann einfach dein Pokémon wechseln. Ich meine, du musst ja nicht mit dem ersten Pokémon kämpfen, mit dem du den Kampf startest. Aber nein, Eneko kann K.O. sein an erster Stelle. Das ist bei den meisten Fähigkeiten so. Hallo Maurikun. Wie heißt der nochmal? Pandagro? Pangoro? Das ist Pangoro der spanische Name. Ein wertvolles Shiny Bisasam. Auf Wiedersehen, Shiny Bisasam. Willst du dann noch ein Wuffels für die Zwielichtform haben? Weil das wurde damals nur als Event verteilt. In Gen 7, oder? Ob ich das haben will? Ja, wenn es nicht anders zu kriegen ist, bräuchte ich das ja. Wie meinst du, hast du sowas oder wie? Was kriegen wir für ein Shiny Bisasam? Ein Klücke, die Klocke, die Kluck, Kluck, Kluck. Nicht Shiny. Ja, ja, zu was? Du hast ja vorher geschrieben, bevor ich das gefragt habe. Kann dir eins züchten und als Ei tauschen? Oh. Dann hat sogar meine OT. Das funktioniert aber erst, wenn ich einen Gen 7 Spielstand habe. Und ich habe noch keinen. Glaubst du, du bist noch so lange hier und schaust mir zu, bis wir bei Gen 7 angekommen sind? Ich will das ungern so durcheinander bringen, dass ich jetzt einmal kurz Gen 7 mache, nur deswegen. Aber das ist ja mega cool. Ich habe da nicht wirklich dran drüber nachgedacht. Über diese Zwielichtform. Bräuchte ich nicht sogar zwei? Ein Wuffels mit der Fähigkeit und dann muss ich eins, aber das kann ich ja dann brüten. Wirst du auch noch andere Gen-Videos machen? Ja, wie ich am Ende vom Gen 4-Video gesagt habe, kommt als nächstes logischerweise Gen 8. Natürlich! Gen 5 kommt als nächstes. Die Frage ist, wann das Online-Tauschen weg ist. Ach so, deswegen hast du gefragt. Jetzt verstehe ich den Zusammenhang von allem. Blöde Frage, aber sind DNS-Glitches immer noch möglich, nachdem die Server abgeschalten werden? Ja, oder? Weil das sind ja eigene Server. Dann werde ich wohl... Oh, scheiße. Ja, dann werde ich wohl später einen Sonne-Mond-Spielstand anfangen, den Leo nennen und so weit spielen, bis ich Eier empfangen kann. Hallo Jess Snox. Ich meine, zur Not, wenn das mit dem Tausch nicht mehr geht, muss man halt jemanden finden, der einem den DS schickt mit dem Spiel drauf. Oh je, Mine. Gibt's da noch andere Pokémon? Weißt du schon, wann du ungefähr mit Gen 3, 5 anfängst, beziehungsweise streamst du das dann auch? Ich streame alles, was ich mache.
Ich streame selbst, wie ich 150 Pokémon in den Wundertausch packe. Natürlich streame ich das. Montag fangen wir an. Jay Gamer, du bist ein Griffel. Hallo Carmine. Könnte ich nicht aber auch... Nee, kann ich nicht. Ich kriege ja keinen Wuffels von Gen 8 runter auf Gen 7. Aber aus Go. Es gibt Zwielicht-Wuffels in Go, oder? Zur Not kriege ich... Nee, Go kriegt man auch nicht runter. Was rede ich da? Ich rede von virtuelle Konsole. Okay. Nee, krass, das geht ja echt nicht anders. Ey, Angel, wenn du jetzt nicht dran gedacht hättest. Nur Angel. Angel rettet gerade den Origin Dex. Notfalls kann ich einen Spielstand Leo machen, einen Wuffels brüten oder zwei und es dir dann später auf Gen 9 tauschen. Ja, aber komm, es ist cooler, wenn wir das so machen. Wenn ich extra, ich meine, ich denke nicht an Gen 7, weil Gen 7 ist mir egal. Ich werde auch kein Video wahrscheinlich zu Gen 7 machen. Aber jetzt mit diesem kleinen Problemchen lohnt sich ja fast wieder ein Gen 7 Video dann zu machen. Wieso? Was habe ich verpasst? Also wieso gerettet? Was? Nee, ich dauert bestimmt nicht so lang, oder? Ich meine, das Intro von Sonne und Mond dauert eine halbe Stunde. Ich meine, wir können es auch jetzt, nachdem ich die Pokémon übertragen habe, kann ich auch hier Sonne und Mond schnell starten. Angel ist aufgefallen, dass... In Gen 7 gibt's Wuffels mit der besonderen Zwielichtform. Und die Zwielichtform war damals ein Event. Aber ich kann ja trotzdem, zum Beispiel jemand von euch, also Angel, könnte mir einen Wuffels brüten in der Zwielichtform. Mit der Fähigkeit. Und dann mir das Ei schicken. Und das Ei kann ich ausbrüten und das ist mein Wuffels mit der Fähigkeit. Aber im April, ich weiß gar nicht das Datum, welcher April. Ich glaube Mitte April, oder? Oder Anfang April. Werden die Online-Server abgeschalten. Das heißt, man kann nicht mehr tauschen in Pokémon. Das heißt, wenn ich Gen 7 Origin Dex komplett haben möchte, zumindest alles, was wirklich möglich ist, muss ich jetzt vor April noch dieses Wuffels mir tauschen. Sonst gibt es keine Möglichkeit, dieses Events-Wuffel zu kriegen. Ist das, weißt du das noch, Angel, kam das Event-Wuffels in irgendeinem bestimmten Ball? Kam das in dem Jubelball? Was denn anders an dem? Das ist das Zwielicht-Wuffels. Das ist Wuffels, kann sich entwickeln zu Wolverock, Tages-Wolverock, Nacht-Wolverock und Zwielicht-Wolverock. Aber nur Wuffels mit einer bestimmten Fähigkeit kann sich zu Zwielicht-Wolverock entwickeln. Das ist heute normal. Überall findet man diese Wuffels mit der Fähigkeit, dass es sich zu Wolverock Zwielicht entwickeln kann. Aber in Gen 7 wurde nur ein einziges Wuffels verschickt damals. Wir verschenken schon wieder Shinies. Ja, wir müssen den Rest noch machen. War das damals im Jubelball? Ist natürlich schade, dass ich nicht das im Jubelball habe. Aber es ist ja nicht möglich, das zu kriegen. Angel ist aber ein guter Punkt. Ich glaube, wir starten gleich einen Sonne-Mond-Spielstand. Wir machen einen kurzen... Wir springen kurz über Gen 5 und Gen 6 und machen kurz Gen 7. Für Wuffels. Soll ich dein Sonne nehmen, Happens? Ich nehme Happens Sonne und dann schauen wir mal, was da noch drauf ist. Ist da was Peinliches drauf? Ich muss eh noch so viel hier rumschicken.
Boto Gel, tschüss. Cool, ein Carpador. Ey, was hat Mariko da gestern für Screenshots reingeschickt? Was für krasse. Marshadow kriegst du ein Schwert und Schild. Was krieg ich? Ein Carpador. Marshadow würde ich auch nehmen. Das würde ich wahrscheinlich noch nicht mal freilassen. Kriegt ihr einfach ein Marshadow. Das sogar relativ legit aussah. Es aber wahrscheinlich nicht ist. Ein Wuffels im Jubelball. Es gibt keine Möglichkeit. Ich frage mich, warum es keine Möglichkeit gibt. Aber das ganze System vom 3DS dann anders funktioniert. Und da kann man nicht einfach irgendeinen Server dazwischen schalten oder sowas oder anzapfen. Aber könnte man nicht so Fake-Cartridges bauen, wo die Events drauf sind, die das dann irgendwie wieder triggern könnten oder sowas? Nur die Leute haben sich nie damit beschäftigt wahrscheinlich. Es ist nicht... Die Leute brauchen es nicht so sehr. Aber es muss möglich sein, die Pokémon auf eine Cartridge draufzupacken, die dann das Event simuliert. Das muss doch in Gen 6 und Gen 7 immer noch möglich sein. Na, wobei. Du hast das erste Mal heute Kasse gemacht. Kannst du ja mal Shadow für 22 Euro bei Go holen. Kostet es 22 Euro? Nein. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, Dave, wie man jetzt 7 spielen kann, ohne das Original zu kennen. Weil ich vergleiche natürlich ständig und erinnere mich zurück und sowas. Und für mich die große Frage ist nicht die offensichtliche Frage, die für dich nicht offensichtlich ist, weil du es wahrscheinlich gar nicht weißt, was damals passiert ist. Die große Frage ist jetzt, passiert es da wieder? Naja, ich werde es irgendwann sehen. Du bist bei 220 Bällen für Giratina in Platin. Warum ist dieses Pokémon so anstrengend? Weil es ein Legi ist und es bei einer Wahrscheinlichkeit von 0,4% liegt. Ein Shiny Aquana. 18 Euro kostet das Event in Pokémon Go, mit dem man Marshadow kriegt. Aber wahrscheinlich ist Marshadow auch noch hinter einer krassen Quest versteckt wieder. Wahrscheinlich nicht so eine krasse wie Shiny Jirachi oder so. Und Shiny Mew. Oder kriegt man es dann geschenkt? Warum ist eigentlich Leo's Mind bei Leo's Mind Platz 1 beim Sub-Leaderboard? Weil ich die meisten Subs hier verschenkt habe. Bekommt ihr jetzt ein rotes Gyarados? Ja. Und zwar Xin bekommt ein rotes Gyarados. Und ich kriege dafür ein... Zyklops. Ich habe einen Galar-Zapdos im Meisterball bekommen. Schön. Shaman war eine Shiny-Quest sogar. Was war... Ich weiß gar nicht, was... Das würde mich nur interessieren. Ich bin froh, dass ich sie nicht gekauft habe, weil diese Jirachi-Quest ist schon eine Unverschämtheit. Aber... Was war die Shaman-Quest? Geh raus und sammel 1 Milliarde Blume.
und scanne sie mit der Kamera. Denn 18 Euro sind ja wenigstens noch ein paar Raid-Pässe und höhere Shiny-Orts und so mit drin. Aber ja, 18 Euro halt. Ist das teuerste ever, oder? Was hat denn jemals 18 Euro gekostet bei Go? Hier, lass gucken. Hier ist Shaman. Pokémon fangen. Okay, das ist zumindest machbar, aber es klingt schon mal krass. Also nicht 500 Pokémon fangen, sondern 500 Pokémon aus jeder Region fangen. Das kann so lang dauern. Dann random 10 Gras-Pokémon fangen. 5 Pokémon in a row und 15 an verschiedenen Tagen. Okay, ist viel zu einfach. 20 nice Curveball Throws, 20 excellent Curveball Throws, okay. Send 4 Gifts, 4 Berries, earn 4 Hearts with your buddy. Hey, das ist alles sau einfach. Earn a Sinnoh Gold Medal. Reach Level 40, defeat a Team Go Rocket Leader 3 times. Hey, das ist sacken einfach. Bis auf, dass man natürlich aus jeder Region 500 Mons fangen muss. Ist ja sowas von einfach. Best Buddy ist der Horror. Ich werde es niemals machen. Hallo Verux. Wie läuft's mit den Shinies? Shinies, wir haben ein... Das erste war direkt ein Shiny Stalos. Von Free Pokémon. Website. Hallo Demon King. Und jetzt sind wir bei meinem Molimorba. Betten Baron, warum ist die Schrift so? Es stimmt schon wieder irgendwas nicht. Die Schrift war doch noch nicht. Warum ist die Schrift auf einmal so? Naja, Betten Baron, du bist ein Lunastein und hast auf einmal eine Sans-Serif-Typografie auf dem Zettel. Naja, du bist ein Lunastein. Vielleicht ist das neue Indiz von Shiny? Okay, irgendwas stimmt noch nicht. Du musst sie eh brüten, weil das Event Wuffels ist weiblich. Du musst eh brüten, damit es nicht mehr im Jubelball ist. Stimmt, da kriegt jemand einen Shiny Gengar. Sind wir sicher, dass bei Wundertausch sich das Pokémon entwickelt? Stimmt, mein Porygon hat sich entwickelt. Hast alle Dicke im Spiel? Nö. Die Belohnung ist es nicht wert. Wo kommt man in Ultra Sonne, Ultra Mond zum Linktausch? Keine Ahnung. Es wirkt aber eh so, als würde Pokémon die ganzen Shiny Mysteriösen nur noch auf Golden Events verteilen und das Ganze auch noch hinter einer Paywall. So kann man Spiel natürlich auch zwingen, mehr Geld auszugeben, anstatt einfach in den Main Games zu resetten, wo sie Pokémon kein zusätzliches Geld mehr einbringen. Jetzt sei doch nicht so negativ, Hannes! Keine Angst, Pokémon wird auch noch in Pokémon Shinies verteilen. Pokémon hat nämlich keinen Gewinn an Pokémon Go. Das heißt, die Paywall, die Niantic macht, davon hat Pokémon rein gar nichts. Also, Pokémon möchte selber auch noch ihre Partner zufriedenstellen und gewisse seltene Pokémon in GameStops und wo nicht alles veröffentlichen. Keine Angst. Shinies, die in Pokémon Go rauskommen, sind keine echten Shinies. Man muss es ja, warum? Und ich glaube nicht, dass Pokémon Go ein Shiny einführen wird. Ich meine, streng genommen haben sie es mit Melmetal gemacht oder Meltan, was logisch ist, das ist aber auch ein Go-Pokémon. Das heißt, mit Gimmigool können sie es auch machen, aber das sind Go-Pokémon, genau.
Aber ich glaube nicht, dass jetzt zum Beispiel Marshadow, hätten sie jetzt machen können, Shiny Marshadow. Machen sie aber nicht. Das ist ein stinknormales Marshadow. Was auch erst vor einem Jahr oder sowas. Vor 2 Jahren wurde Marshadow verteilt in GameStops. Keine Angst. Vergiss einfach Go, was die da drüben machen. Außer du magst Go, dann spiel Go, aber die werden nicht unsere mysteriösen ersetzen oder sowas. Vielen Dank für die tolle Begegnung. KKNT, hallo, was? Hi. Danke. Im Video von Fopper Carp sieht man, welche Pokémon alle im Cherish Ball verfügbar sind. Ich glaube, seine Challenge ist richtig schwer, die alle zu bekommen. Die müssen dir halt... Die muss dir halt jemand schenken, alle. Da muss halt jemand sein, den man kennt, und dann gibt's Leute, die dir das schenken wollen. Und dann schaffst du das. Vielleicht jemand, der dein Shiny bekommen hat. KK, did you get a Shiny from me in this game? Aber ich heiße hier Lea. Wie solltest du auf diesen Kanal kommen bei Lea? Nee, nee. Ich heiße nirgendwo Leos Mind. Achso, doch, Go. In Go, der OT ist Leos Mind. Stimmt. What's your name, KK? Oh mein Gott, das wäre so lustig. Es könnte sein, weil mein Go-Name ist Leos Mind. Frage wegen dem Living Dex. Bei den Dynamax-Formen gibt es bei einigen ja eine andere Form, zum Beispiel Pokusan. Reicht es den Pokis einfach die Suppe zu geben oder muss man die aus dem Raid holen? Du meinst die Giga-Form? Ja. Du musst dem Pokémon nur die Suppe geben. Du kannst ein stinknormales Bisaflor haben und dieses Bisaflor kannst du mit der Dynasuppe zu einem Giga-Bisaflor machen. Muss nichts Besonderes sein. Aber die Dynapilze zu finden, ist sehr aufwendig. Sehr anstrengend. Nächstes Jahr könnte interessant werden, wenn die Einal-Tour ist, welches Shiny mystisch da verteilt wird. Da könnte theoretisch passieren, dass es Shiny Meloetta, Victini oder Keldeo verteilt wird, außer die machen eine Shiny Genesec-Quest. Ich glaube nicht, dass die ein Shiny einführen in Pokémon Go. Ich glaube, dieses Recht behält sich Pokémon vor. Pokémon weiß hoffentlich, was für ein krasses Wow das wäre, wenn das endlich passieren würde. Das können sie sich doch nicht wegnehmen lassen. Damit könnten die komplette Spiele verkaufen und Events. Die Leute würden hinrennen zu den Events. Ey, ich krieg keins einfach. Ich hab extra nochmal welche auf Schwert und Schild hier gepackt, weil Mariko gestern so viele krasse gekriegt hat in Schwert und Schild. Nichts krieg ich. Ein Stalos. Ein Naltour, ist das eine Anspielung auf Gen 5 Remake? Stimmt. Wo bleibt eigentlich Tim? Tim hat nicht mal einen Entbannungsantrag gestellt. Ich hätte ihn auf jeden Fall angenommen, ich hätte ihn entbannt. Nur um ihn dann direkt wieder zu bannen. Einfach weil einmal hat sich nicht genug angefühlt. Denkst du nicht, dass die Pokémon Company einen guten Teil von Niantic erhält? Und wenn die Shiny Quest hinter einem für 39 Euro Trinket liegt, ist das ein ganzer Batzen? Ne, Pokémon anscheinend, also ihr könnt mich korrigieren, wenn ihr das wisst, aber anscheinend verdient
Pokémon nichts an Niantics Pokémon Go. Niantic hat quasi die Lizenz gekauft oder wahrscheinlich aktualisieren die auch immer wieder. Also natürlich kriegt Pokémon etwas von Pokémon Go. Das ist aber die Lizenz, dass Niantic ihre IP benutzen dürfen. Pokémon hat nichts davon, wenn Niantic erfolgreich ist. Außer, dass wenn sie erfolgreich sind, bleiben sie bestehen und dann erneuern sie wahrscheinlich die Lizenzen oder holen sich neue Lizenzen. Wahrscheinlich holen sie sich für jede Gen neue Lizenz. So, okay, wir wollen jetzt Gen 8 einführen, also kaufen wir die Lizenz für Gen 8 und jetzt dürfen wir alle Gen 8 Designs benutzen für unser Spiel. So, glaube ich, ist es. Aber beweist mir das Gegenteil. Mehr wie ein Franchise. Ja, denn Pokémon, wer hätte es gedacht, ist ein Franchise. Du hast ein Shiny Regidrago. Ich hätte lieber eins von dir. Ich hätte doch auch lieber einen Shiny Regidrago. Hallo Lurky. Eva. Gott sei Dank. Let's Go war Gen 7. Evoli fängt auf einmal an zu sagen Evo. Gen 8 denken sie sich noch, ja, wir müssen Evoli weiter Evo sagen lassen. Gen 9, das wird zum Glück wieder abgeschafft. Beziehungsweise, dass der große Retter Legends Arceus hat dafür gesorgt, dass Pikachu nicht mehr Pikachu sagt. Und Evoli auch nicht mehr. Endlich wird Pikachu den Rücken gekehrt. Und wir sind beim vorletzten, werden wir noch ein Shiny wenigstens kriegen. Also ich kann euch sagen, Leute, es empfiehlt sich nicht, eure wertvollen Shinies in den Wundertausch zu packen. Ich weiß, ihr hättet es anders erwartet. Ja, ihr habt bestimmt auch gedacht, dass wer Gutes tut, dem widerfährt auch Gutes. Nicht beim Wundertausch. Pi. Pikachu Gigaruf. Pi. Vorletztes. Wie viele Bots wahrscheinlich deine Shinies bekommen haben? Nein, haben sie nicht. Das waren alles kleine Kinder, die gerade immer noch spielen in Japan und sich dann freuen, dass sie ein Shiny bekommen. Ey, das wäre tatsächlich, aber ich hätte Werbung machen können. Ich hätte die Shinies alle nennen können, Leos Mind, Twitch TV. Oder twitch.tv/LeosMind, einfach jedes Shiny so nennen. Allein das zu machen dauert so lang. Und dann hätte ich wenigstens 150 Mal Werbung ausgestrahlt. Ich glaube noch nicht mal, dass die Bots die weiter traden. Ich glaube, die werden gelöscht. Warum sollten die Mons weiter traden, die nicht sind? Weil die wissen ja nicht, dass es Shiny ist. Hallo Lausi? Louis? Lois? Ein Hoplo. Es hat ewig gedauert, bis wir mal ein Hoplo jetzt bekommen haben. Das keiner braucht. Und das letzte, ein Shiny Flamara Nummer 50 in Schwert und Schild. Die kleinen Kinder aus... Die kleinen Kinder in Japan lieben Pokémon Go. Die haben meine Go-Shinies wahrscheinlich am ehesten nicht weggeschickt. Was Interessantes aus dem Home-Tausch? Nichts. Nichts Interessantes. Also das Sicherste ist definitiv Home zu benutzen. Das Langweiligste ist sicherlich Home zu benutzen. Mikan, du klingst nicht so, als würdest du Shinies verschicken. Oh! Ein Shiny, das ist bestimmt aus Go, oder? War das nicht letztens? Naja, das ist wieder raythe.com. Moment, hatten wir nicht jemanden, der Ray hieß, aber nicht Ray.com? Am Wochenende. Aber es sehe ich, würde es gar nicht, würde ich das hier sehen, ob es aus Go ist? Ich glaube, hier würde ich es sehen.
Hier würde ich sehen, ja, es ist schon Schwert und Schild. Ray the... Okay. Cool. Warum stand da... Da stand was ganz anderes. Poke Ray. Der hat es gerade nicht geschickt. Das heißt, irgendein Idiot hat ein gecheatetes Shiny weitergeschickt. Schick die doch nicht weiter. Die müssen zerstört werden. Ja, das Item, das schnappen wir uns, ne? Was hat es? Stalos hat noch nicht mal ein Item. Also bisher Freemons.net, schlechteste Seite. Macht noch nicht mal ein Item dazu, bringt es noch nicht mal auf Level 100. Hat nicht mal irgendwelche Bänder. Es ist wahrscheinlich noch nicht mal IV trainiert, sieht nicht so aus. Also Freemons.net, ja. Was umsonst ist, kann ja keine Qualität haben. Okay, in... Ich weiß jetzt nicht mehr, wie die anderen waren. Wir spielen später durch, wie viel ich jetzt insgesamt habe. Aber das war's jetzt mit Schwert und Schild. Jetzt gehen wir zu Karmesin und Purpur und machen da die letzten 30 oder so. Weiß nicht. Schlechte Google-Bewertung, oder? Ja. Superball, ja. Es ist so seltsam. Wer macht das? Wer führt diese Seite? Blaines, genau. Blaines führt die Seite. Nein, nein, nein. Blaines ist genau dieses Niveau. Nein. Level 5, da kann man es nicht mal für einen neuen Playthrough verwenden. Wirklich schlecht. Ich hätte noch gucken können, ob irgendjemand dabei ist, der KK irgendwas heißt. Und hier, die haben wir schon. Hier waren zwei Shinies dabei. Kamerupt. Aber dieses Kamerupt, das ist von shiny24.net. Okay, die haben wir noch. Das sind... 6 mal 4, 24? 24. Wir haben hier noch 24 jetzt. Dann ist Schluss. Dann haben wir über 150 Shinies verschickt. Und bisher haben wir nichts, was irgendeinen Wert hat. Aber das war ja irgendwie klar, ne? Blaines nimmt die richtigen Event-Pokémon, aber ändert den OT. Du glaubst, der nimmt echte Pokémon und ändert sie? Bullshit. Dann könnte er nicht 100 Events verschicken. Marco hat voll abgesahnt. Eben, was soll das? Was ist hier mit Streamerluck? Jetzt könnt ihr nicht mehr sagen, Streamerluck. So, wer bekommt ein Shiny nach Tara? Hallo, Runny. Our streamer sucks. Ja, Twitnik, ich... Oh! Demon Queen schenkt uns einen Sparkles. Zeig es mir. Igamaro im Simperball von Berichan. Bauchtrommel? Fluch? Okay, aber es kann nur Rankenhieb und Heule, aber warum kannst du so krasse Attacken? Level 1. Es hat keine Bänder. Es hat perfekte IVs. Okay, das ist nicht echt. Aber es ist bisher das erste, was am wenigsten fake aussieht. Es ist fake. So das erste, was man sich denkt, so wenn ich noch nicht mal auf Sensationell geguckt hätte, waren so die... Okay, Level 1 Igamaro, aber hat schon krasse TMs beigebracht.
So, warum? Und dann keine Bänder, okay, keine Bänder, kein Name, kein Spitzname, doch, cooler, lustiger kleiner Spitzname und sowas. Normaler OT, boom, alles sensationell. Fake. Aber bisher das logisch aussehendste Fake. Das ist doch gezüchtet, darum die Egg Moves. Achso, kriegt man so viele Egg Moves direkt? Es kann sein, dass die natürlich. Aber alle IVs perfekt, sowas würde niemand verschicken. Fake gezüchtet. Stimmt, ja. Hat jemand ein Ei gekriegt von irgendwo und dann ausgebrütet. Aber bisher das beste Shiny, würde ich sagen. Für ein Shiny nach Tara. Sparkles hieß auch das Froxy in deinem Fake-Shiny-Video. Oh krass. Olli, das hast du gestern gesehen. Perfektes Timing. Echt? Sparkles hieß auch das Froxy? Das sah nämlich auch ziemlich okay aus, dieses Froxy damals. So wie das jetzt. Also, das heißt ziemlich okay halt. So wie das jetzt. Lustig. Twitnik, ich meinte bloß Blaines. Ich habe keine Ahnung von Blaines. Ich guck dir nicht. Ich finde das so schrecklich. Aber ich bin mir sicher, dass besorgt sich vielleicht ein, zwei echte Eventmons. Und dann kopiert er die mit Pikehex ohne Ende mit ein paar Klicks. Und das war's. Aber deine Nachricht hat darauf schließen lassen, dass der alle sich selber geholt hat und nur den Namen ändert. Nee, der dupliziert die ohne Ende. Da ist nix legit. Shinies aus der Kristallgrotte auch alle fake? Ja. Hallo Sandwichkatze. Hallo? Haben wir schon gekriegt? Oh. Ampharos. Was kriegen wir unser Ampharos in den Sternenhimmel? Nix. Er muss nicht mal ein Original haben, ja, das ist sowieso. Aber ich schätze mal, er holt sich trotzdem nicht. Nein, man kann die Event-Pokémon original via Pikehex und Bots dann so verteilen. Warum sagst du aber original dazu? Die sind nicht original. Du kannst ein Event-Pokémon nicht original verteilen. Die Originalverteilung passiert nur von Pokémon. What do you mean? Ich glaube, wir haben nur eine andere Auffassung von Begriffen irgendwie. Sandwich-Katze, wir tauschen nicht. Wundertausch-Pokémon kannst du aus dem Fallsystem des Safe-Games ziehen. Geheimgeschenke. Okay. Die sind trotzdem nicht original. Was meinst du? Gott, es geht manchmal so schnell, deswegen verpasse ich's. Hätte deine Eier fertig? Alles klar. Sind auch beide männlich und nicht wundern. Gleichmut hieß damals Tempomacher. Ja, ich weiß. Mir fällt immer noch heute Tempomacher ein und mir fällt nie Gleichmut ein. Sind beide männlich? Woher weißt du, dass beide männlich sind? Hast du sie einmal testweise ausgebrütet? Eins hätte gereicht, ne? Ich hätte ja dann weiterbrüten können. Also sind wir erst hier. Wir sind erst bei Nummer 5. Okay. Ja, Gleichmut ist ein seltsamer Name.
Ich glaube, die Fähigkeit, wobei man sieht ja Fähigkeiten nicht animiert. Ich weiß gar nicht, was die Fähigkeit macht, ehrlich gesagt. Hallo Pilgrim. Man kann die Geheimgeschenke laden, kann aus dem Filesystem deiner Konsole aus als File ziehen. Die sind dann wie die Dateien, die du von Nintendo lädst, vergleichbar mit deinem DNS-DNS-Hack. Ja, ich weiß, Twitnik, aber nach meiner Definition ist das, sobald du PKHacks benutzt, nicht mehr original. Du benutzt nur andere Begriffe. Das ist nicht original für mich. Das ist schon der Hack dann. Das ist schon ein Cheat. Und du hast die ganze Zeit es so klingen lassen, als ob das ja dann immer noch alles okay ist. Das ist aber schon lang nicht mehr okay. Das ist schon der traurige Teil. Weil letztes Wochenende in Dublin, das ist ja nicht mehr normal, wie viele Leute da inzwischen kommen. Wohin kommen? Was hast du denn angetan, dass sie kommen? Was? Tom, was hast du in Dublin gemacht? Da bist du in Dublin und ich bin nicht in Dublin. Wir sind hier. Ah, du warst St. Patrick's Day, okay. War da viel los? Keine Ahnung. Ich habe noch nie St. Patrick's Day gesehen. Aber ja, klar. Was? 90% der Bevölkerung von ganz Irland lebt in Dublin? Umland? 80%? 85%? Weiß nicht. 50%? Ich sag Zahlen. Oh, ein Senfmon. Wir haben einen Senfmon im Sümperball. Das sieht schlecht aus. Das sieht schlecht aus. Das sieht schlecht aus. Aber es ist mal wieder was. Ein Senfmon. Sensationell, sensationell. Pokémon GG. Kingstein. Okay. Keine Bänder. Sag mal, warum seid ihr alle so spärlich mit Bändern? Was machen die alle? Warum seid ihr alle so kleine Bänder, Mieskrämer? Gebt uns die Bänder. Der dachte, das entwickelt sich mit Kingstein. So, stimmt. Stimmt eigentlich. Warum ist der Kingstein da dabei? Hattest du aber Spaß, TomTom. Pokémon GG 3,5 von 10. Ja, ich glaube, ich würde 5. Weil ich glaube, es war wenigstens aufgelevelt. Verox, du bist ein Liebeskuss. Und Sarah hätte gerne einen Call. Was ist das, Sarah? Fuck ist das einfach. Wenn das nicht wie aus der Pistole geschossen kommt. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Come on. Viel zu einfach. Ta-ta. Ta-tü-ta-ta. Würde erwarten, dass du den Sound nicht mehr hören kannst. Korrekt, denn wie Sarah schon sagt, es ist natürlich, wir sehen es rechts unten, ein Arktos. Aber ich habe nie mit Sound gespielt, natürlich bei einem Gen 1 Spiel, deswegen habe ich den Sound gar nicht so oft gehört, aber der ist sowas von einprägsam. Düdüd. Das war ja einfach, Sarah. Das ist ja fast traurig. Zapdos? Nee, Zapdos ist, glaube ich, ganz anders. The Frozen One.
Habe bei Carpo Release Sticker 3 Stunden nach einem Tempomacher Wuffels gesucht, bis ich per Zufall gesehen habe, dass es in Gleichmut umbenannt wurde. Yep. Und alle Videos dazu hatte ich auf Englisch geschaut. Da heißt es ja immer noch Own Tempo. Ja. Ja, ja, ja. Guck mal, den kleinen Bubblegum hier. Ja, ist gemein. Ich bin auch jedes Mal, wenn ich nach Wuffels irgendwie gucke, bin ich erstmal auf PokeWiki gucken. Welches ist es jetzt? Ist es jetzt Tempomacher oder Gleichmut? Oder ist es Wagemut? Gleichmut, Wagemut, Tempomacher? Was ist es jetzt? RB Wolf. Danke für das Magma. Ich liebe Papunga. Oh! Nice. Oder, keine Ahnung, egal. Wenigstens passiert mal was. Nett. Nett, dass jemand wenigstens den Magmasierer dran gepackt hat. Komm, wir haben es bald. Über 150 Shinies in den Wundertausch. Wir haben was Gutes getan. Wir haben, sagen wir es einfach so, ich habe damit jetzt mein Karma positiv aufgeladen, was sich hoffentlich auf das Shiny Luck auswirken wird. Sodass dann im Shiny Egg Month wird Manaphy aus dem Ei kommen. Das wäre so insane. Das wäre so insane. Lurky, du bist ein Felori. Schon wieder ein Magbrand, hä? Ich wüsste zu gerne, wie viele von den Shinies behalten wurden und welche wurden gelöscht. Ich glaube nicht, dass jemand sie löscht. Weil es ist ziemlich schnell klar, dass die echt sind. Ich glaube, wenn, sagen sie sich, entweder sie checken's. Also ich glaube nicht, dass sie es nicht checken, weil wenn du freilässt, siehst du ja schon jedes Pokémon noch einmal. Und dann würdest du es, glaube ich, sehen. Aber es kann sein, dass man es aus Versehen weiterschickt, weil man es nicht sieht. Oder man schickt es weiter, weil Go. Und Go will ich nicht. Aber es kann sein, dass es halt an Bots geht und die Bots löschen es dann. Automatisch wahrscheinlich. Irgendwann. Aber wir werden es nie wissen. Wir wissen nur all die, die hier vorbeigekommen sind und gesagt haben, hey, ich habe gerade deinen Shiny bekommen. Was, glaube ich, 5-mal passiert ist insgesamt. Aber hier in Kamisino Popo, doch, mit Happens ist es einmal passiert. Happens hat meinen Shiny hier gekriegt, ne? So, ein Shiny, das tut tatsächlich ein bisschen weh, weil das habe ich letztens erst gekriegt, ein Shiny Hisui Fukano aus einer Feldforschung. Das ist sogar, glaube ich, relativ selten. Viele sind nicht aus langweiligen Community Days. Wann planst du eigentlich FF weiterzuspielen? Ich weiß es nicht. Zurzeit, ich bin so müde. Die ganze Zeit. Keine Energie noch, nachts wieder den Stream anzumachen. Ich weiß es nicht. Und wenn, falls du es nicht weißt, ich bin ja gerade angekommen im Gold Saucer. Ich habe diese witzige Kampfsache da mit diesen Polygon-Kampfdingern einmal kurz gemacht. Das ist schon epic da, wie man da ankommt. €8? Ist 8 € Sarut in Pokémon Go. Wieso kostet Marshadow dann 18? Ich hätte mal der Gold Source aus dem OG ein großes Ding. Du solltest das Originale jetzt mal spielen. Das gibt's ja auch für PS5. Einfach das Original spielen. Der Gold Saucer ist so, ich weiß nicht, wie viel jetzt hier im Gold Saucer optional ist, aber der Gold Saucer ist so ziemlich 90% optional. Und du machst eine kurze Story, um halt Kaizith kennenzulernen, gehst du da einmal durch den Gold Saucer durch und bist wieder draußen. Gold Saucer ist kein so ein großes Ding, aber die meisten verbringen halt sacken viel Zeit im Gold Saucer, weil er so viel Spaß macht.
Aber ich schätze mal, dass das Remake jetzt, das Rebirth, sehr viel Story auch im Gold Source hat. Ich spiele das OG, sobald der letzte Teil rauskommt. Ah, eigentlich hättest du es davor spielen sollen. Weil du kannst eigentlich nur enttäuscht werden. Weil du musst alles lesen, Polygone und so weiter. Wolltest OG FF7 auch irgendwann mal spielen? Ich glaube, das kostet 10 Euro, oder? Das Original gibt es auch für PS5. Also ich glaube nicht, dass es ein PS5-Update gekriegt hat, aber es braucht es ja auch nicht. Aber ich glaube, Final Fantasy 7 für die PS4 kostet 10 Euro. 9,99. Und du kannst ja PS4 auf PS5 spielen. Geh einfach in den Store und gib Final Fantasy 7 ein. Also ich habe es auf PS4 gespielt. Hab das auf meiner PS Classic Mini. Ach ja, da hätte ich es auch zum Beispiel, stimmt. Aber da hast du nicht die Vorzüge, weil mit dem HD, also mit der HD-Version kannst du ja vorspulen, du kannst sogar God-Mode anmachen, wenn du willst. Und in dreifacher Geschwindigkeit spielen ist schon sehr angenehm bei Final Fantasy VII. Du wirst die ganze Zeit in dreifacher Geschwindigkeit spielen. Das Original gibt es auch für die Switch, ja, stimmt. Da habe ich das OG-Feeling mit Disc wechseln. Wie wechselt man da die Disc? Bei dem PS Mini. Kommt da dann einmal kurz so. Es wird angezeigt, dann drückst du einfach X wahrscheinlich. Muss man ja im Menü auswählen. Ach, lustig. Glaubst du, dass in Capo nochmal ein spannendes Event kommt, außer die restlichen Titanstarter? Nope. Ich glaube nicht mal, dass die Titanstarter kommen. Wo sind sie? Nee, die können noch kommen, ja. Nee, ich glaube, es wird nichts mehr in diesem Spiel Großartiges kommen. Außer vielleicht Verteilung von irgendwelchen Pokémon halt. Du hast die für einen Zehner bei MediaMarkt bekommen. Du hast die PlayStation 1 Mini für einen Zehner bekommen. Ich habe dafür 150 gezahlt oder was. Ey, damals war das so vermarktet, als ob das so exklusiv ist und Limited Edition und so weiter. Und dann hauen die ohne Ende davon raus. Das ist ja so ein Ding, womit sich Nintendo auch krass vertan hat. Nintendo hat ja auch die Minis gemacht, NES und SNES. Und dann waren die sofort ausverkauft. Und alle haben gemeckert, was wollt ihr, warum haben die das gemacht, warum, ihr seid so kacke, Nintendo hat wieder einfach nur was limitiert, damit sie besonders viel Geld machen, bla 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 bla. Was tatsächlich gar nicht der Fall war, was meistens nicht der Fall ist. Meistens will einfach nur so ein Unternehmen nicht in Minusgeschäft gehen. Weswegen sie nur so viel herstellen, wie sie glauben, dass die Leute kaufen werden. Und dann haben die Leute viel zu viele NES und SNES gekauft und sie waren sofort ausverkauft. Dann hat Nintendo tatsächlich, nachdem ich sie auf eBay für doppelt so teuer gekauft habe, weil ich dachte Limited Edition, was nicht war, dann hat Nintendo die nachproduziert und jetzt findest du die überall für nix, weil die haben zu viel nachproduziert und keiner wollte sie mehr. Das ist so typisch so, Nintendo, warum gibst du uns nicht, was wir wollen? Hier, ihr habt, was ihr wollt. Wir wollen es nicht. Über N64-Controller mit der Switch? Ja. Aber da kommen immer wieder mal so eine Fuhre, ne? Also die haben ja, das ist ja nicht limited oder so. Das ist halt immer nur, die produzieren und dann kaufen Leute und produzieren sie wieder. Die haben jetzt halt anscheinend, das haben diese Nintendo-Mitarbeiter auch, glaube ich, erzählt, die haben so ein Trauma davon, von diesen SNES-Mini-Sache, dass sie da, weil die haben da so viel Geld, die haben so viel produzieren lassen von diesen NES und SNES-Minis. Und keiner wollte sie dann auf einmal mehr. Weswegen sie dann ab jetzt, glaube ich, immer gesagt haben, okay, wir produzieren
Und wir produzieren erst wieder neu, wenn sie ausverkauft sind. Damit wir nicht wieder so viele für nichts produzieren. Keine Ahnung. Kann ich mir vorstellen beim N64-Controller. Oha. Koala. Hallo Anpilon. Was ist NES und SNES? Autsch. Du sorgst dafür, dass ich mich sehr alt fühle. Ich zeig's dir. Das ist eine NES? Nintendo Entertainment System? Und das ist eine SNES. Super Nintendo Entertainment System. Wow. Du bist sehr alt. Ich habe noch nicht mal die Originale. Ich habe nur diese Mini-Dinger. Hallo Maybrick. Originale sind cooler. Okay. Die sind mehr wert. Nicht mal den Super Famicom hat er. Aber Super Famicom ist es. Der heißt nur anders. Super Famicom ist die SNES, nur auf Japanisch, glaube ich. Sarah, du bist ein Anego, glaube ich. Die Qualle. Die Qualle. Wo bin ich? Hier, da. Wenn Leo sehr alt ist, bin ich ja auch sehr alt. Das akzeptiere ich nicht so einfach. Doch. Du hast Hey Pikachu vom N64 auf eBay gesehen für 18 Euro. Meinst das da? Hey Pikachu, red mit mir. Yep. Ich weiß nicht, ob es das auch in Europa gab. Auf jeden Fall Amerika und Japan, ja. Aber Europa weiß ich nicht. Das ist japanisch. Komplett. Was ist das? Hey Pikachu. Fühlst dich jung? Was ist dein Geheimnis? Mach doch das gleiche wie ich, Dave. Hallo, Drarot. Ich stelle die Frage, um was geht's im Spiel? Keine Ahnung. Du wartest doch nicht eine Antwort von mir. Was soll ich sagen? Was hattest du gefragt? Was kann die so? Die NES und SNES Mini haben halt einfach so die 20, 30 besten Spiele aus der NES und SNES Ära direkt drauf installiert. Es hat einfach die Konsole nur in sehr klein, USB-Anschluss, HDMI-Anschluss,
Kannst einfach am Fernseher anschließen, hast die 20, 30 besten Spiele aus der Ära drauf. Und kannst du mit Original-Controllern spielen. Ist schon super cool. Wenn man halt die Spiele mag, die da drauf sind. Aber es sind so wirklich so die bekanntesten. Und wir hatten das nächste. Das nächste. Ein Azoglades. Shiny Azoglades. Von Pokevent.com. Mit Metronom. Reueschwert, Klärsmog, Sonntag, Feuerfänger. Es hat diesmal Bände. Ja, ja, wir haben bisher gute Erfahrungen mit Pokevent gemacht. Pokevent, würde ich sagen, ist, bis auf, dass sie dem Pokémon auch den Spitznamen Pokevent.com geben, finde ich, ist Pokevent.com das Beste bisher mit einer 9 von 10 Punkten, würde ich mal sagen. Vor allem anscheinend machen die auch Battle Ready und geben ihnen die richtigen Attacken und direkt Metronom, um Reueschwert wahrscheinlich zu spammen. Und Bänder und Level 100 und Perfect IVs. Also wenn ihr cheaten wollt, dann cheatet mit Pokevent. Und nicht mit... Nee, Schwert und Schild war das Schlimmste. Aber nicht mit... Hier, was war... Nee, das war ein Schwert und Schild, ne? Das Level 50 im Superball Stalos. Okay, weiter. Wir haben's fast. Moment, ich glaube, jetzt kommt das Letzte. Moment. Das war das Letzte. Nee, warte mal. Das war das Letzte. Das war das Letzte. Das Letzte von allen denen, die wir verschicken, war tatsächlich ein Shiny Azoglades. Die haben wir schon verschickt. Das sind nicht meine. Dann habe ich jetzt allein in Karmesin und Purpur 30, 60, 58 verschickt. Das Skalar-Fleckmann war auch Crap. Ja, aber das war nur Crap, weil es keine Bänder hat. Es hat wenigstens einen Kingstein, was nichts bringt. Okay, das war's. Rarot, du bist ein Finion. Was eine Statistik? Na, selbstverständlich. Warum machen wir das denn? Die Statistik wird aber nicht toll aussehen. 1%. 2%. Ich wünschte, ich könnte in Go, hier in Pokémon Home irgendwie so Markierung machen, dass das Feld eine Farbe hat oder sowas. Nicht so hier mit den komischen Markierungen da unten rechts und sowas. Sondern wirklich einfach optisch, lass mich das Feld in der Box blau färben. Ich würde jetzt gerne die Shinies, die ich habe. Kein Fusion. Du bekommst dein Fusion. Jetzt, wenn du willst. Hier. Was hast du getan? Was hast du ihm angetan? Wieso tust du das Psyana an? Hast du es echt gemacht? 197, 196, ja. Es sieht schon knuffig aus. Aber es sieht auch gegen die Natur aus. Du hast etwas erschaffen, das nicht existieren darf. Aber es ist süß. Das arme Nachtare. Es sieht eher so aus wie so eine Katze, die von ihrem Besitzer angemalt wurde, damit es anders aussieht. So wie diese Hunde, die angemalt werden wie Pandas oder so. Ups.
Okay, ich tue meine Kamera kurz wieder weg. Das sind all die, die wir bekommen haben. Die hier sind aus Karmesin und Purpur. Wir haben hier ein Sparkles in Shiny, ein Fleckmann in Shiny und ein Azogladis in Shiny, ein Quajutsu in Shiny und ein Kamerupt in Shiny. Hier ist immer noch Karmesin und Purpur. Und da ist lange nichts gewesen, bis ein Porygon in Shiny kam. Dann direkt dahinter ein Florges in Shiny. Und das war's. Das heißt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Shinies in Karmesin und Purpur für 58 Shinies, die ich hergegeben habe, die echt waren. Das Beste, was am ehesten nicht fake aussieht, ist der Bursche hier. Der hat zumindest keinen hässlichen Namen. Aber man sieht, dass er hat halt perfekte IVs. Ja, der hat perfekte IVs, was unlogisch ist. Aber ansonsten sieht das, hier würde man nicht direkt auf den ersten Blick sehen, dass es fake ist. Bei allen anderen sieht man es auf den ersten Blick wegen der URL. Alle anderen jetzt, die kommen, haben eine URL. 7 in Karmesin und Purpur. Hier ist Schwert und Schild. Ein Stalos. Das war das frechste von allen. Freemons.net. Ihr seid echt eine Unverschämtheit. Im Superball auf Level 50. Und nichts Tolles daran. Und dann war hier noch ein Flammiau von Poke Ray auf Level 5. Hier immer noch Schwert und Schild. Ja, das ist auch Schwert und Schild. Glurak. Dann wenigstens mal ein Krippuk. Aber vor allem dann ein Poke Ray wieder. Ein Knapfel. Ein Dragoran. Das wohl Besonderste, was wir in all diesen 150 gekriegt haben, ist hier ein Caputoro. Und das war's. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 in Schwert und Schild für 50 Shinies, die ich hergegeben habe. Ich habe 50 echte Shinies hergegeben und habe 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Fake Shinies bekommen. Und das hier sind die aus BDSP. BDSP war am interessantesten, weil wir hier sehr viele Mons gekriegt haben von Zuschauern, die tatsächlich hier waren. Das wären 30. Was wären 30? Okay. BDSP war interessant, weil hier haben wir tatsächlich Pokémon gekriegt von Leuten, die hier zugeguckt haben, wie zum Beispiel dieses Wingull von Angel. Und viele von meinen Shinies hier gingen an Zuschauer, die in dem Moment auch Wundertausch gemacht haben. Das liegt wahrscheinlich daran, dass BDSP Wundertausch halt am wenigsten benutzt wird von all denen hier. Aber das war wenigstens etwas, wo ich sagen kann, yay, wir wissen, dass die Shinies wenigstens an jemanden gekommen sind. Aber natürlich nichts ansatzweise, wie ihr sehen könnt, was irgendwie interessant wäre. Und das hier sind die aus Pokémon Home. Die aus Pokémon Home, würde ich sagen, sind am diversesten. Also die sind sehr, seht ihr hier BDSP, alles das Gleiche. Und hier ist sogar ein Quaffaff dabei, ein Ohrdoch, ein Skalück, ein Schlurp. Das sind super verschiedene, coole Pokémon eigentlich. Also ich würde sagen, wenn man. Und das war's, ne? Oh, hier ist noch eins. Wir können noch eins machen. Wo kam das denn jetzt her? Also ich würde sagen, wenn man Wundertausch machen will, um einfach den Pokédex voll zu kriegen oder um Pokémon zum Züchten zu kriegen, dann macht man es auf Home. Weil da kriegt man so viele verschiedene einfach. Wohingegen bei den anderen kriegt man halt Fakes.
In Karmesin und Purpur habe ich auch echt viele verschiedene gekriegt. Also, oder? Das sind alles verschiedene. In Schwert und Schild auch relativ unterschiedlich. Aber in BDSP, naja, das ist halt echt Bedufs und Felinos ohne Ende. Aber ich glaube, Home lohnt sich am leichtesten, weil es geht am schnellsten. Man kann es super leicht währenddessen machen. Man muss nicht mal groß viel klicken. 10 Stück, 1 Stunde warten, 10 Stück, 1 Stunde warten. Und man hat, glaube ich, eine relativ geringe Wahrscheinlichkeit, dass es Fakes sind. Aber man kriegt halt sehr viel aus Go und Karmesin und Purpur. Okay, das eine hier, das Kleinschein machen wir noch schnell. Hallo Artorian. Ja, das war auch lustig, wie du gesagt hast, heißt hier jemand Apfelsaft? Und dann jemand, ja, ich. Ich habe gerade deinen Wundertausch gekriegt. Das ist schon lustig, wie. Aber wo war das? Das war doch bestimmt Schwert und Schild. Aber ist auch krass, dass Happens einfach mein Shiny Porygon gekriegt hat. Also irgendwie fügt sich das dann schon zusammen. Aber 150 ist jetzt keine große Menge. Ah ja, was war das jetzt zusammengezählt? 7 und 6. Oder nur 7 und 6. 7 und 6 ergibt 13. Ich habe von 150, mehr, es waren mehr als 150. Von mehr als 150 legit Pokémon Go Shinies habe ich 13 Shinies zurückgekriegt, die eindeutig nicht echt sind. Wo sind all die Leute, die ihre Shinies in den Wundertausch packen? Immer wieder sagen Leute, oh, ich habe 5 Shinies aus Eiern gefunden auf meinem Weg zu einer versteckten oder Perfect IV. Ich packe jetzt 4 davon in Wundertausch. Wo sind die? Wo sind die Leute? Noch eine Chance. Jetzt kommt das Shiny Victini, das im Spiel nicht drin ist. Das Shiny Hooper. Roxas klingt nicht wie ein Shiny-Account. Ein Klibbe. Das Vorzeige-Kapu-Pokémon, oder? Ein Klibbe. Okay, das war das. Ja, so ein. Ich kann mir vorstellen, dass sowas wie Shiny Coraidon und Miraidon tatsächlich von Game Freak ausgemerzt wurde. Dass das irgendwie. Dass man die gar nicht mehr verschicken kann. Dass die sofort nicht gesperrt werden, aber irgendwie, dass dann eine Fehlermeldung kommt, wenn du das verschicken willst. Das war bestimmt nur am Anfang. Dann haben sie das gefixt. Aber vielleicht braucht man mehr Glück oder Pech, dass man die kriegt. Hoppa. Habt ihr jemals schon dieses Umrechnen gemacht von euren Punkten? Weil ich habe maximale Punkte in Pokémon Home, aber ich habe keinen Grund, die irgendwie in ein echtes Spiel reinzupacken. Ich habe ein Caputoro gekriegt, aber sonst habe ich keinen Shiny Leggy gekriegt. Aber es gibt auch keine Shiny Leggys in Karmesin und Purpur, genau genommen, ne? Hier, ne? Ja. Fast 60 in Kapu verschickt.
50 in Schwert und Schild, 25 in BDSP, 25 in Home. Ergibt, warte mal, wie viel? 25, 25, 50. 75, 100. 130. Ja, 159. Ich habe 159 Shinies verschickt. Heieiei. Hat es sich gelohnt? Das werden wir sehen, je nachdem, wie viele Leute auf das Video klicken werden. Hallo Scoutly. So, und jetzt machen wir kurz was ganz Besonderes. Ich werde Sonne und Mond spielen. Ich weiß auch nicht, wie es dazu kam. Bedankt euch bei Angel. Aber Angel hat einen sehr guten Punkt gebracht. Wenn ich einen Wolverock in Zwielichtform haben möchte, dann muss ich, bevor die Server abgeschalten werden, mir ein Event Wolverock, ein Event Wuffels tauschen. Also spielen wir das Pokémon Sonne, das mir Happens geschenkt hat. Und schauen direkt mal, was Happens da für schmutzige Sachen drauf hat. Besser Usum. Wuffels gibt's in Sonne, oder? Ich muss eh alle vier spielen. Oder? Haben wir doch gesagt. Das habe ich jetzt wieder vergessen. Hat mir gesagt, man muss jedes einmal spielen. Muss ich nicht. Ich glaube, ich muss Sonne, Mond, Ultrasonne und Ultramond jeweils einmal durchspielen, um jedes einzelne Pokémon zu fangen. Ziemlich sicher. Normal nicht. Eventwurfels nur ein Usum. Ich meine, Happens hat mir auch Usum gegeben. Geht es wieder nicht. Happens hat so... Hat Finger... Ah, da war's. Da ist es jetzt. Da, jetzt. Update. Oh Gott, geht das Update noch? Das Update geht, glaube ich, noch, oder? Wir müssen Usum updaten. Update sollte aber gehen. Sonnenmond reichen definitiv nicht, weil Ultrabestien eingeführt wurden, ja. So, in was für einer Szene machen wir das jetzt? Hier. Das Spiel aktualisiert. Wozu dann normal Sonne und Mond? Gar nicht. Aber ich hab die halt. Hallo Kira. Aber ich hatte halt gesagt, ich brauche halt zwei Typ 0 und zwei Benicron. Aber dann muss man es nur zweimal spielen. Und eben sagtest, du musst alle vier spielen. Ich habe das gefragt. Ich dachte das. Ich weiß nicht alles. Ihr sollt mir nichts glauben.
Ich bin bei Gen 5 jetzt. Ich habe mir noch nicht mal Gedanken über Gen 5 gemacht. Ich habe keine Ahnung über Gen 7. Wir müssen jetzt einen kurzen Sprung zu Gen 7 machen. Gen 7 Origin Dex kurz anspielen. Kann man ohne Update spielen? Ja. Fuck it. Achtung, wenn du das Spiel updatest, geht der Spielstand verloren. Konnte man das Eventwurfels nicht nur in einem bestimmten Zeitraum runterladen? Korrekt? Wir laden es ja auch nicht runter. Jetzt wart doch kurz, dann siehst doch, was wir machen. Oh Gott, das Spiel ist so viel breiter. Scheiß 3DS-Spiel. Ah, es ist riesig. Ist ja schrecklich. Ist ja fast Vollbild. So breit ist ein DS. Krass. Boah, es ist hässlich. An alle die, die Gen 7 mögen, ihr solltet jetzt nicht zuschauen. Zieh nicht deinen Coverleggy vom Spielstand, bevor du Cosmog gefangen hast, sonst bekommst du nicht mehr dran. Ah. Es gibt viele, die die Gen mögen, weil es die erste Gen ist, die sie je gespielt haben. Das ist der einzige Grund, den ich mir vorstellen kann. Los. Ah, cringe. Andy. Warum? Spielzeit 26 Stunden, das ist ja auch peinlich. Los, ah, cringe. Leak, mach weg, los. Jeder weiß, dass du Andy heißt. Oder stand aber noch was anderes? Ah, schön, dass du dir eine Poke-Pikachu-Mütze aufgesetzt hast. Ach übrigens, Andi, findest du mich eigentlich hilfreich? Mal wieder kriegen wir nur zwei positive Antworten. Okay, ich mach das jetzt mal fix so irgendwie und... Ich weiß nicht, wie ich das gerade fix machen soll.
Es nennt sich Ultra Wide. Okay. Schauen wir mal, was dieser Andy hier in dem Spiel so uns hinterlassen hat. Können wir irgendwas? Können wir fliegen? Wolverock? Was ist das für ein Wolverock? Das ist ein Zwielicht-Wolverock im Jubelball. OT Andy, fuck me. Warum haben die OT an? Warum haben die nicht die irgendeine coole OT? Da ist noch ein Jubelball. Legend 2018, du hast einen Jubelball. Voltolos. Ich kann den Spielstand nicht löschen. Nimm doch her und mach ein Ei. Tatsächlich? Angel, ich brauch dich nicht. Wir können uns für immer Zeit lassen. Angel! Wer hätte denn gedacht, dass der Happens... Wie fliegt man? Wer hätte denn gedacht, dass der Happens Events gemacht hat? Was? Wo? Wie? Hier? Pokémon? Nee. Wie fliege ich? Y? Ach, da sehe ich bloß das Pokémon Center. Okay. Angel, das macht jetzt tatsächlich keinen Sinn, dass ich deine Wuffels annehme. Ich muss hoch. Aber Moment. Doch, weil es funktioniert nicht. Selbst wenn ich jetzt Eier mache, Moment, ist hier die Story? Ich will doch nur zum Pokémon Center. Ist hier Spoiler? Haben die keinen PC? Gibt's hier einen PC überhaupt? Gibt's hier gar keinen PC? Ich bin beim Falschen. Ich bin hier, glaube ich, falsch abgebogen. Das war creepy. Ah, und das muss ich mit Touch machen. Okay, liebe ich. Das Schrecklichste finde ich an Ultrason und Ultramond, dass die Auflösung so schrecklich ist. Wir können doch das Spiel nicht so spielen. Schaut euch diese Auflösung an. Ich muss den Bildschirm viel, viel kleiner machen. Man erkennt doch nicht mal, ob ich die Augen offen oder zu habe. Und wo ist hier ein PC? Ah, hier. Ah, das da. Wafaf. Mangus. Vati, Nebulak, Quabbel, Pepek, Garados, noch ein japanisches Nebulak, so Wundertausch gemacht, ein Draschel, warum war das ein Zeichen, warum haben die Zeichen, achso, das ist das Zeichen für Sonne, nee, egal, Stumpfel, okay, was haben wir hier für Spitznamen? Gewalter. Vati, Nebulak, Quabbel, Pepek, Garados.
Und natürlich Stumpfe. Stumpfe. Du hast echt wenig Pokémon gefangen. Silvaro, Funky. Und hier ist das Wolverock. Und wir haben ein Voltolos. Das dürfen wir nicht wegschmeißen. Das ist ein Event-Voltolos. Ich schmeiße auch das Wolverock nicht weg. Aber... Hallo Mukashi. JP, du bist ein Mauzi. Ich glaube, Angel, wir müssen es, glaube ich, trotzdem machen. Also deine Mühen waren nicht umsonst. Weil wie soll ich denn jetzt hier, also ich könnte jetzt hier natürlich ein Ei von diesem Wolverock machen und habe dann einen Wuffels im Pokéball mit der Fähigkeit. Aber wie soll ich das dann auf einen neuen Spielstand kriegen? Ich habe keinen zweiten 3DS. Ich glaube nicht, dass ich Eier in Pokémon Bank packen kann. Kannst du nicht das Wolverock einfach auf Home packen? Und dann? Und dann, Herr Verox? Hallo Son Bartox, dankeschön für 10 Monate. In einem anderen Game brüten. Und dann... Verox, wir sind in der Schule jetzt. Was passiert dann? Was passiert, wenn ich dann in Kapu ein Ei ausbrüte? Diesen Wolf auf Bank? Ich könnte diesen Wolf auf Bank tun, neues Spiel starten, Wolf rüber tun und brüten, ja. Also es würde gehen. Aber Angel hat sich jetzt so eine Mühe gegeben. Aber so oder so, wir packen jetzt erstmal die Pokémon auf Bank. Denn die so oder so werden wir die nicht löschen. Oh mein Gott. Ich hasse jetzt schon alles an dem Spiel. Wie lange dauert das? Oh mein Gott, ich hasse es so sehr. Nein, ich darf es nicht hier brüten, weil ich Eier, glaube ich, nicht auf Pokémon Bank packen kann. Aber ich kann Wolverock auf Pokémon Bank packen. Und dann das Wolverock brüten in dem neuen Spielstand, wo ich Leo heiße. Das sollte doch jetzt perfekt funktionieren. Nein, du sollst den Code nicht hier reinschreiben, Katetsu. Ihr macht das schön privat. Mach das Team noch in die Box für Bank. Wenn du die auch saven willst. Nö. Moment, doch. Die sind ja alle im Team gewesen. Ah, fuck. Wir müssen wieder rein. Sollen wir noch deinen anderen Spielstand dann anschauen, Happens? Sword of the Demon King, du bist ein Zwolok. Man muss in Kabu aufpassen, dass da nicht die falsche Wolverock-Form rauskommt. Ist mir schon passiert. Ja, man muss halt das richtig entwickeln. Sprich mit dem Eventmensch am Empfang. Warum? Kitemio, warum? Ja, kann ich die einfach so nehmen? Oh, ich kann sie einfach so nehmen. So, und die müssen wir nicht unbedingt behalten, oder? Nur die beiden will ich. Das war Level 100? Hat man echt ein Level 100 Voltolos gekriegt? Und du hast das Spiel nicht durchgespielt mit dem?
Batalium. Warte mal, was? Voltolos hat eine Z-Attacke. Ist ja nicht mega. Z-Attacken, ja, ja, okay. Dem Eventmenschen gegebenenfalls noch ein Legi oder ähnliches abzuholen. Wer ist es denn? Der da. Er hat tatsächlich noch ein Geschenk für uns. 5 Items. Danke für den Tipp. Aber nope. 5 Items. Alles andere wird jetzt gelöscht. Knallhart. Ja, wie gerafft. Wie gesagt, das war so der Moment, wo ich gerafft habe, dass ich nur das gleiche Spiel spiele. Ach so, weil du ja Sonne schon gespielt hast. Da hast du aber echt dann lange durchgehalten. So, 27 Stunden so, So dann, wenn gerade sich alles anfängt zu ändern, so, Habe ich bisher immer das gleiche Spiel gespielt? Ich werde die anderen eh wegschmeißen, das tut mir leid. Das sind ja alle von Andy. Aber die beiden sind halt interessant. Happens, die werden jetzt ins Nichts aufgelöst. Oder noch nicht, sicher so, nichts aufgelöst. Wobei doch, ich will ja einen neuen Spielstand anfangen. Oh mein Gottes Willen, mir ist das egal. Aber wenn sie die Online-Dienste abschalten, geht ihr Bank und Mover auch nicht mehr, oder? Das schreibst du gerade entweder, weil du auf den Kopf gefallen bist, oder weil du mich ärgern willst. Ich hoffe, weil du mich ärgern willst. Dann, was ist die Combo für neues Spiel starten? B, Select, runter. Oder kann ich einfach hier neues Spiel starten? Nee, ich glaube, hier gibt es eine Combo. So, Soft Reset. Ich google. RL plus Start. Nope. BX, ach BX, das war's. Okay, nein. Auf Wiedersehen, Andy. Löschvorgang. Okay. Kann man sich noch das Magiana holen? Ja. Deutsch. Spiel starten. Wow, so, so modern. Was ist das Spiel? eBay? Ja. Ich hab's von eBay. Nein, habe ich nicht. Aber du kannst es auf eBay kaufen, ja?
Kategorie stimmt nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bitte sag's niemandem, sonst komme ich ins Gefängnis. 90 Minuten Intro ist übertrieben. 60. Ich finde, das bin ich. Buchstabieren? Das ist interessant, das sagt er zum ersten Mal, oder? Könntest du deinen Buchstaben deinen Namen buchstabieren? Wo ist klein? Wo ist klein? Klein. Sag mal, die wollen ja, dass man den Namen groß eingibt. Hat sich das nicht inzwischen geändert, dass Namen gar nicht mehr groß sind? Der Name haut rein wie ein Tropenkick. Warum nicht Gen 5? Weil die Server abgeschaltet werden im April. Deswegen müssen wir ganz schnell etwas machen. Kommt so viel Nostalgie hoch? Oh, bitte hör auf. Ich habe so Angst vor solchen Leuten, wenn wir das Spiel dann wirklich spielen. Oh mein Gott, guck dir an, die tolle Story. Und oh mein Gott, ich habe mich so verliebt in wie auch immer sie heißt. Und oh, Moment mal, warum die sehen ja... Moment mal, die sehen aus wie die... Das sind die, die aus in Pokémon Go manchmal dir eine Feldforschung geben. Ist das Absicht? Hat es jemand mal jemandem gesagt? Hat es mal jemandem gesagt, dass die aussehen wie die, die Feldforschung manchmal vergeben? Moment mal, die sind aus dem Spiel? Oh nein, dieses Spiel hat viel zu viel Lore. Lilly. 3 Monate später. Das wusste ich nicht. Alola. Ultraforscher. Spoiler. Mariko! Wegen deinem Screenshot gestern habe ich nochmal Schwert und Schild Wundertausch gemacht und ich habe nichts bekommen. Wie hast du die krassesten Viecher gekriegt? Welchen Konami-Code hast du angewendet? Dankeschön für 13 Monate. Was willst du denn holen? Wuffels. Aber das Intro sollte jetzt kürzer sein. Ich glaube insgesamt, bis ich tauschen kann, vergeht trotzdem eine halbe Stunde. Ich habe 3 Stunden gebraucht, bis die Box so war. Okay, dann hast du ja doch ziemlich lange gemacht. Wie viele hast du im Wundertausch geschickt, bevor du so ein Marshadow bekamst? Ach, ich kann mich noch nicht anziehen. Ich erinnere mich noch an meinen K.O.-Speedrun. Was ich hier machen muss. Warum sind wir die armen Schlucker von dieser Insel und haben ein normales Mauzi? Hat Mama kein Geld, uns ein schönes Alola-Mauzi zu holen? Die sind noch nicht mal importiert. Moment mal, ist ein normales Mauzi vielleicht das Besondere? Kann sein, ne? Wann hat sie gesagt, ich soll mich anziehen? Ich habe nicht zugehört. Wir sind nach Alola gezogen.
Ja, da wird das Mauzi dann hoffentlich gleich ausgetauscht. Wofür zieht man denn nach Alola? Für das Alola Mauzi. Ich komme aus Kanto, woher soll ich denn das wissen? Ein Tag nach Umzug? Für Alola Vulpix? Nein, Mauzi Beste. Mauzi könnte mich begleiten auf meinen Reisen. Kannst du die Wuffels nicht auch noch holen, wenn Server abgeschaltet sind? Nö. Wie? Ja, ich glaube, ich muss einfach da hochgehen. Hättest du gelesen, wüsstest du, wurden in den wenigen Sekunden schon gesagt, ich weiß, das war der Witz. Denke, Bank funktioniert noch nach April. Ja, das hat aber damit nichts zu tun. Guck einfach ein bisschen zu, dann erklärt sich alles. Ich will es nicht fünfmal hintereinander erklären die ganze Zeit. Robaba. Schlimmster Start im ganzen Universum. Oi! Ich kriege bei so einer Insel Wind Waker Vibes. Du findest Robball bei der Auswahl sogar ganz okay? Was? Bautz ist das Einzige, was man hier nehmen kann. Flammiau ist das, was später hässlich aussehen wird. Robball ist das, was jetzt hässlich aussieht. Und Bautz ist das, das immer gut aussieht. Bautz ist die einzige richtige Wahl. Aber ich weiß gar nicht, was man hier nehmen sollte, damit das Spiel einfacher wird. Also welches können wir nehmen, um den Schwierigkeitsgrad von Kinderleicht auf Babyleicht zu machen? Ich glaube, Bautz ist sogar das einfachste von allen. Silvaro ist doch unfassbar stark mit der Z-Attack und sowas. Wie er es hochnimmt, so geil. Hallo Marco, warum flötest du nicht? Bist Schuki zugeschockt? Warte kurz, du wirst gleich sehen, warum wir das machen müssen, jetzt sofort. Der Inselkönig. Ihr sagt mir sofort, wenn ich tauschen kann. Aber wahrscheinlich muss ich fangen können, weil ich muss irgendwas haben zum Fangen. Ich muss zwei Pokémon fangen. Das war geklärt. Der ist so geskriptet, der Kampf. Wie ich schon drei Attacken kann und Blattwerk auch noch. Mariko, warum habe ich dich jetzt mit Wundertausch angesteckt? Was hast du vor? Ein Spielstand voller falscher Pokémon?
Ich glaube, ich muss hier lang und dann da hoch. Ich muss nur mich durchklicken, bis ich zwei Pokémon fangen kann. Und wahrscheinlich kann ich dann tauschen. Hey, der beste Nebencharakter im ganzen Spiel. Pokémon-Universum. Tali. Wird er in dieser Szene schon seinen berühmten Move machen? Ich sage ja. Nee, Hop ist besser als der. Hop hat wenigstens eine depressive Phase, die lustig ist. Ich weiß nicht, vielleicht hat die Tali auch. Was? Kommst du eigentlich später an das Zeraora ran? Gibt es da noch irgendeinen Weg? Ich habe keine Ahnung. Was ist das Problem bei Zeraora? Hallo Nico. Ich weiß nicht, ob man ohne Poker Center spielen kann. Tauschen kann. Brauchst du das nicht für den obigen Dex? Origin Dex? Zeraora. Ach, du meinst Zeraora. Ich verwechsle mal Zoroark und Zeraora. Nee, Zeraora kriegt man nicht mehr. Unmöglich zu kriegen. Aber ich habe schon Zeraora. Alle Event-Pokémon, die es gibt, habe ich. Aber ab Gen 6 sind Event-Pokémon nicht mehr bekommbar. Also wenn du die nicht hast, hat man Pech gehabt. Aber ich habe sie. Deine Autokorrektur regt dich auf, dann mach sie aus. Ich verstehe nicht, warum Leute Autokorrektur anhaben. Einfach ausmachen. Los, Tali, los, lass uns Spaß haben. Warum sieht der Bildschirm unten so abgefuckt aus? Bist du mit Gen 5 und Gen 6 schon fertig? Selbstverständlich. Wir überspringen die, weil die so schlecht sind. Gen 7 ist so gut. Du hast es nur in Shiny und nie normal bekommen. Ich auch. Bis ein wundervoller Zuschauer mir sein Event Zeraora geschenkt hat. Jetzt habe ich alle. Und jetzt holen wir uns noch das letzte Eventmon, bevor die Server abgeschaltet werden. Die Online-Server, nicht Bank. Nachdem Pokémon die Gen 5 ja übersprungen hat, genau, und Gen 6 nächstes Jahr kommt als Remake, exakt, machen wir jetzt direkt Gen 7, ja. Das ist die logische Schlussfolgerung. Oh mein Gott, Lilly! Mit einem kompletten Universum in der Tasche. Die QR-Codes gehören aber nicht dazu. Ich glaube nicht, nee. Das ist ins Spiel programmiert, der QR-Code. Ich glaube aber, für den QR-Code muss man irgendwo bei dieser fetten Stadt sein, mit diesem fetten, überdachten Marktplatz da. Ich glaube, da war der QR-Code. Ist ja wie Glumanda in der ersten Folge, oder? Das war doch Habitat. Nee, Raupi. Nee. Also Habitat gegen Raupi? Was machst du wieder lieber? Videos oder Stream? Videos.
Sonst ist dein Pikachu-Reset in Gen 7 auch hinfällig. Warum? Dafür ist ja der QR-Code. Warum ist das so überlichtet? Ist ein Geist. Ey, hier wird man schon wieder geheilt. Das ist das halt, dass ich die ganze Zeit mitgekriegt habe, als ich Rosa dabei zugeguckt habe, wie sie dieses Spiel gespielt hat. So, nichts wird irgendwie noch ernst genommen. Du wirst die ganze Zeit geheilt. Dir wird angezeigt, wenn eine Attacke super effektiv ist. Ich hatte mich da so geärgert. Ey, wie Bautz zurückguckt. Wie süß. Wenn QR-Codes nicht mehr gehen sollten. Doch, die gehen. Die sind ja nicht online verbunden. Ja Mensch, der Leo hat mal wieder Bock auf den Stream. Du meinst, nachdem ich gestern den ganzen Tag gestreamt habe und heute? Man kann nicht tauschen! Wie viele Schritte braucht ein Wuffels? Explosion! Kapu! Einfach in Atome. In Atome aufgelöst, die Habitats. Gegen die Typenvorteile hast du nichts. Bei 1025 Pokémon habe ich keinen Überblick mehr. Pokémon Rot, Feuer. Pokémon Blau, Wasser. Nee, ich fand es war eine coole Sache, zu schätzen, was der Gegner für ein Typ ist, um dann die richtige Attacke zu machen. Und dann sich das merken. Warte mal, das war doch das. Da war Pflanze stark, glaube ich. Das war eine der coolsten Sachen. Wer bist du überhaupt? Tauschender Pokémon Center. Und da sind wir kurz davor, oder? Vor dem Pokémon Center. Ich mag die Grafik gar nicht in dem Spiel. Es ist nicht wirklich die Grafik, es ist eher wie die Grafik dargestellt wird. Und ich würde ja sagen, dass es auf dem Bildschirm hier vor mir besser aussieht, aber es sieht nicht besser aus. Es ist genauso überblendet. Und die Pixel sind so riesig. Aber ich glaube, wenn wir das dann ernsthaft hier streamen, dann muss ich den Bildschirm hier einfach, den ihr seht, um einiges kleiner machen. Also die Pixelanzahl kannst du ja an der Hand abzählen hier. Das ist ja. Da muss ich ja meckern. Mehr als sonst. Charakter läuft dämlich. Ich oder Lilly? Aber die Ultra-Version hat echt hier alles ein bisschen schneller gemacht. Oder was heißt schneller? Die coolen Sachen sind vorgeschoben. Ich glaube, selbst dieses Gespräch hier war in der normalen Version noch vor all dem, was gerade passiert ist. Das heißt Gen 5? Niemals! Gen 5! Ich freue mich auf Gen 5. Echtes Spiel hat FPS-Drops.
Es sieht fast so aus, dass ich mir fast überlege, das zu emulieren. Aber ist die Frage, ob es Emulator besser anzeigen kann. Und dann kann ich den Save zurücktun auf den. Ich probiere das mal. Vielleicht sieht es besser aus. Und vielleicht haben wir dann noch keine Frame Drops. Keine Ahnung. Guck mal, es ist so überlichtet. Warum ist sie ist einfach ein weißes Gespenst. Was? Ah, Tali. Sieht 100% besser auf dem Emo aus. Okay, ich überleg's mir. Ich würde das Bild schon gern groß machen. Wann denkst du, hast du den Origin Dex fertig? 31.12.2024. Auf dem Emulator mit verbesserter Auflösung könnte das ein Switch-Spiel sein. Ja. Es gibt einige Switch-Spiele, die schlecht aussehen. Auhu. Auhu. Die Texturen sind nicht das Problem, es ist eher die Auflösung vom Spiel. Es ist die Frage, ob ein Emulator das verbessert. Bauhuhu. Hallo Itako. Wir haben es gleich. Wir sind bald im Pokémon Center. Itako, dankeschön für 16 Monate. Dankeschön. Was? Anti-Aliasing, ja. Das ist der richtige Begriff dafür, glaube ich. Kein Final Fantasy 7, also darf ich wieder mitschauen. Willst du auch selber irgendwann Final Fantasy 7 spielen? Jetzt kriege ich Pokémon Fangen beigebracht. Mach das bald, das ist sehr cool. Ich hätte Angst, gespoilert zu werden in Final Fantasy 7. Deswegen, ich muss eigentlich schnell weiterspielen. Endlich lerne ich mal wieder, wie man Pokémon fängt. Vielleicht ist das ja hier leicht anders. Okay, Tackle. Da ist schon mal ein Wuffels. Okay, das ist ein guter Tackle. Mhm. Okay, und dann auf den Beutel. Nein, oben ist Y. Y für Pokéball, das geht schneller. 50 Stück. Was für ein Macher. Hallo, Gear Crossfire. Ich bin gut im Spoiler umgehen. Aber was ist, wenn Aerith... Du spielst aktuell Karmesin auf deinem Steam Deck. Ich habe dein Video von der Pokémon Direct erste Woche später gesehen und wusste nichts. Echt? Du hast nichts von Saar mitgekriegt? 10 Pokébälle? Das reicht. Was fangen wir? Ich brauche 2. Mabula. Das heißt, hier gibt's Tag und Nacht, oder? Weil man muss ja irgendwie Zwielicht machen können, um Wuffels entwickeln zu können.
Ist hier Tag und Nacht an unsere Echtzeit gebunden? Wahrscheinlich, ne? Wie ist das in Sonne und Mond? In Gen 5 habe ich noch nachgeguckt, da ist jeder Monat eine eigene Jahreszeit. Also Januar ist ein Monat. Also Januar ist Januar. Februar ist... Nee, Januar ist... Januar ist Januar. Januar ist Frühling, Februar ist Sommer, März ist Herbst und April ist Winter und so weiter. Aber man kann die Zeit vorstellen einfach. Und jetzt hier Y und Pokéball. Oh, Marbulab ist aber ein geiles Pokémon für den Anfang. So ein Donarion? Schon krass. In Sonne ist es deine Zeit und in Mond ist es 12 Stunden verrückt. Weil Mond, ha. Oh. Ich meine, du kannst nur Nacht in Mond und Tag in Sonne entwickeln. Ah. Okay. Das ist cool, da sieht man direkt, wie viel Entwicklung es hat. Hey, wir haben einen Marbula für den Origin Dex gerade gefangen. Noch eins. Bitte neue Vivi. Du willst neue Vivillons und neue Quaffaffs? Findest du nicht, es gibt genug Vivillons und Quaffaffs? Gerade gibt es eine Square Enix Rabattaktion. Na, guckst du? Da kann man das Original dann nochmal sich bestellen wahrscheinlich. Das ist auch Gen 7, ne? Raspi-Ohr. Ja, ich glaube schon. Aber ich behalte die ja nicht, ich tausche die ja jetzt weg. Angel, ich glaube, ich bin bald fertig. Außer ihr sagt, das Pokémon Center ist jetzt noch eine Stunde entfernt. Irgendwo muss es doch hier ein Pokémon Center geben. Es muss genauso viele Formen wie Pokus dann geben. 63 Vivillons. Nee, nee, nee. Ich wünsche, man könnte die Kamera ein bisschen weiter weg machen. Tauros. Erst auf der nächsten Insel? Nicht dein Ernst. Nein, du lügst. Nein? Wie, was jetzt? Du lügst nicht oder du lügst? Gleich da oben. Bitte lüg nicht. Wie? Okay, okay, okay. Wir brauchen mehr Voltoball-Form in allen Pokéball-Varianten. Ihr seid verrückt. Ich glaube, dann fange ich jetzt das Raupi, weil dann kann ich die behalten, die ich jetzt schon gefangen habe. Ist Haspior Gen 4? Ist Haspior ist Gen 4, stimmt, in Legends Eye. Haspior ist Gen 4. Ich habe erwartet irgendwie, wenn hier schon Pokémon direkt im ersten Gebiet auftauchen, dann sind die nur Gen 7, aber nein. Hier kommt eine Raupi. Okay, dann kann ich ja Raupi und Haspior super verschicken jetzt. Das brauche ich auch.
Gen 7 hat, glaube ich, die wenigsten neuen Pokémon. Hat es nicht irgendwie nur 70 oder 60 neue Pokémon? Schwert und Schild hat 80. Isui zählt nicht. Isui zählt nicht. Und ist jetzt ein Kampf. Dauert ja ewig. Bin gleich da, Angel. Vergiss nicht die regionalen Formen. Hier in Gen 7, was gibt's in Gen 7 für regionale Formen? Die vier Vögel. Alola-Form? Okay, Alola-Form, ja. Achso, die regionalen Formen. Ja, deswegen, ich frage, wie viel neue Formen gibt es dann wohl in diesem Spiel? Ja, es waren trotzdem relativ wenig. Wisst ihr noch, wie Leo dachte, es dauert eine halbe Stunde? Wie lange sind wir jetzt schon hier? Ey, wir sind schon mitten im Spiel, aber wir sind am Kämpfen. Was ist dein Lieblings-Pokémon-Game? Das dritte. Gehöre. Also gelb? Ne, das dritte. An dem komme ich vorbei. An dem Fratz. Halber Origin Dex gleich fertig, halt wirklich. Zweites Marbula. Also blau? Ne, das dritte. Ich find's lustig, wie schon alles richtig war, was du gesagt hast. Wie er direkt wieder neue Zuschauer verscheucht, liebe es. Wie verscheucht denn Zuschauer? Ich gebe doch eine ehrliche Antwort. Okay, ich gebe keine ehrliche Antwort, aber ich gebe eine Antwort, mit der man zufrieden sein könnte. Noch 30 Minuten? Du lügst. Das Pokémon Center ist gleich da oben. Macht ja keinen Sinn. Ich würde mir sehen, ich habe so richtig Angst, in einen Trainer reinzurennen. Da sitzt ein Trainer. Sag einfach das da. Was ist dein Lieblings-Pokémon? Das da. Dieser Floor. Nee, das dritte. Sind die aus Pokémon Go? Was das gecheatet von Ray, nie das andere? Was? Nie das dritte. Wenn sie nicht ehrlich sind, bin ich auch nicht zufrieden. Du hast mich die ganze Zeit geduzt, warum siehst du mich jetzt? Was ist dein hässlichstes Pokémon? Da muss ich ernsthaft antworten, weil das Thema ist zu wichtig. Pantymos ist das hässlichste Pokémon. Shiny Dragoran? Nein, Pantymos ist das hässlichste. Rosana schon auch sehr. Ja, aber mit Pantymos kann man eher mitgehen. Bei Rosana kann man immer noch sagen, uff. Also gegen Rosana sollte man nichts sagen. Rosana hat schon genug durchgemacht. Pantymos kann nicht genug durchmachen. Party!
Wenn die Antworten nicht ehrlich sind, bin ich auch nicht zufrieden. Okay. Dann musst du weiter fragen. Kein Pokécenter. Gleich nach der Party. Mauri, du bist ein wie Senior. Überspringst du Gen 5 und Gen 6? Mach ich nicht. Du siehst es gleich. Gleich, wenn wir endlich beim Pokémon Center sind, siehst du, was wir tun. Und ihr alle solltet das Gleiche tun. Sonst ist es zu spät. Viele Kämpfe in dem Spiel. Henriette, du bist ein Gesteins-Pokémon, wie auch Sandan nicht ist, sondern das da. Lilo, Litomit, Nianorit, Lito, irgendwas. Du bist ein kleiner Krabbelfratz. Auf einmal Tali Level 15, weil ich alle Trainer übersprungen habe. Wo hat denn Pichu her? Mein Schnabel war dumm, was mache ich da? Erstmal Flug gegen den Elektro-Pokémon. Gibt's auf Route 1, echt? Oh, dann kann man ja direkt dann anfangen, einen Alola Raichu sich machen. Wobei, man muss erstmal Elektrostein wahrscheinlich finden. Moment, wie entwickelt sich überhaupt Raichu, Alola Raichu? Auch mit Elektrostein einfach? Durch Zuneigung? Also ja, Pichu durch Zuneigung, das kann man trotzdem bestimmt farmen. Und dann? Ist Alola Raichu auch einfach Elektrostein? Donnerstein? Du musst Pikachu mit Zuckerguss einreiben. Oh, Tali, bitte, sei gnädig. Stein. Danke. Hat er schon seinen Move gemacht? Er deutet ihn die ganze Zeit so ein bisschen an. Eine Z-Attacke direkt. Oh, quasi. Irgendwas Besonderes beim Minotausch erhalten? Nein. Insgesamt waren es 159 Shinies, die ich verschickt habe. Echte Shinies. Ich habe 13 Fake-Shinies zurückbekommen. Tom, du bist ein Quacks.
fallen kaum auf in dem, in der Stadt hier. Schon sehr viel Text im Spiel. Lass mich frei sein, Mutter. Ich bin Flügge. Lass mich aus dem Nest. Angel gar nicht mehr da. Angel dachte sich, Gott, es dauert viel zu lang. Ich habe auch noch ein Leben. Angel, bist du doch da? Ich hoffe, ich brauche dich gleich. Lily! Lass mich zum Pokémon Center. Wie viel Geld kriege ich hier? Steht nicht da. Lass mich selbst gehen. Okay. Hier muss doch ein Pokémon Center sein. Wo bist du? Was? Die ist doch in die... Achso, die ist hier runtergegangen. Ah. Gibt es eine Möglichkeit, etwas einfacher an Deoxys ranzukommen, als das über Smaragd? Nope. Geht nicht. Redest du nur von Deoxys oder von einem Gen 3 Deoxys? Weil Deoxys ist auch am Ende von jedem Oras-Spiel. Kannst du einfach fangen. Aber deswegen frickst du mich doch nicht. Frickst mich doch bestimmt wegen Gen 3. Bam, 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 bam. Kriegen wir gerade beigebracht, wie ich einfach nur ein Stück runterspringe, was seit Gen 1 selbstverständlich ist? Ich weiß nicht, wie das geht. Nein, lass mich in Ruhe. Hier muss ein Pokémon Center sein. Ich wollte mir eins für Home und Karmesin besorgen. Dann spiel Oras durch und am Ende bekommst du ein Deoxys. Ich bin so schlecht im Kleiderflicken. Mehr habe ich nicht gelesen. Dude, was ist, wenn ich ein kleines Kind bin, dieses Spiel hier spiele und dann ruft zwischendrin Mama zum Essen und dann muss ich den Gameboy ausmachen und ich war noch in keinem einzigen Pokémon Center. Ich tue gerade so, als könnte man nur in Pokémon Centern speichern. Aber ich komme gar nicht zum Speichern, weil ich von Dialog zu Dialog gehe. Ja, ich könnte es ja schon speichern. Ich sollte mal speichern. Kleider flicken. Drückt er das Rotter mal rein, er drückt es so fest rein.
Du bist ein sehr guter Streamer. Sei still. Was ist los mit euch? Warum? Sowas kannst du nicht einfach schreiben. Ich war vorhin noch gemein zu dir. Aber da hast du sogar gesagt, dass du es nicht magst, wenn ich unehrlich bin. Und dann schreibst du als nächstes, du bist ein sehr guter Streamer. Du kannst doch nicht fremden Leuten im Internet sagen, dass sie toll sind. Sowas kann man nicht machen. Stop it. Warum kann Rotom plötzlich sprechen? Wahrscheinlich hat das Ding Lautsprecher. Ihr wollt mir sagen, ich muss das mehrmals machen? Dieses Intro durchklicken? Schreckliche, langweilige, die kindische Dialoge. Gott, Gen 7 wird nicht schön zu streamen für euch zum Zuschauen. Ich werde nur meckern die ganze Zeit. Auf einmal ging das Licht aus. Bin ich vielleicht erschrocken? Bzzzt. Alles in Ordnung, Rotom? Alles in Ordnung, danke. Gleich weiter zum Pokémon Center. Such einfach nach der Fahne auf der Karte. Center. Es ist soweit. Es ist soweit. Nein. Es wird noch schlimmer. Noch mehr Dialoge als am Anfang. Oh geil, jetzt sagt uns jedes Mal Rotom sogar, dass man das Pokémon noch nie gesehen hat. Was? Flucht gescheitert? Bautz, bist du kein schneller kleiner Boy? Flucht gescheitert? Bautz! Danke. Ich sehe deine Videos und Streams schon sehr lange. Solange... Mir fallen so viele dumme Kommentare rein, es tut mir leid. Danke, Nico. Wow. Gen 6 und 7 waren super, schaue ich gerne zu. Danach wirst du es hassen. Du wirst, kennt ihr die Friends-Folge, wo Joey traurig ist? Und dann schenkt Phoebe ihm einen Hund. Oder leiht ihm einen Hund, damit er wieder glücklich wird. Die Konsequenz ist, dass der Hund genauso traurig wird wie Joey. Weil der Hund die ganze Trauer von Joey aufsaugt. Ihr werdet meinen ganzen Frust von Gen 7 aufsaugen und danach auch so denken, oh mein Gott. Warum soll ich überhaupt noch Pokémon spielen? Nichts macht mir einen Sinn. Pokémon Center. Die Wegsperren sind weg. Lilly, halt die Klappe! In welcher Welt war Gen 7 super? Ich meine, ich gehe auch sehr voreingenommen hier ran, ne? Ich gebe dem Spiel auch keine Chance. Aber ich will auch nicht. Mein größtes Problem ist das Anti-Aliasing, was es optisch schrecklich macht. Und das, was mich wirklich stresst, ist, dass es das erste Pokémon-Spiel ist, was offensichtlich sowas von kindisch ist. Und das stört mich. Meistens war es immer noch so ein bisschen okay formuliert und die Texte geschrieben. Und im 7 war das erstmal so richtig, wobei Jax 6, 6, Jax 6 war auch schon kindisch. Den 3, aber das war wenigstens noch schwer. Okay, wir speichern jetzt mal zum ersten Mal. Angel, bist du noch da? Hast du durchgehalten? Angel, ich hab's geschafft. Wo tauscht man? Bin da, yay. Wo tausche ich? Sofort, Link. Ich muss ihn gedrückt halten. Okay, aber ist das online? Na, Plaza? Festival Plaza.
Das Spiel ist doch auch für Kinder, oder? Ja, natürlich. Welche Gen hat am längsten gedauert? Von was? Bin noch nicht fertig. Viel Spaß bei dem Tutorial. Come on. Ja. Hallo. Das ist quasi der Connex Club, nur in 3D. Eine Stunde? Nein. Hier, fertig, angeredet. Fertig, was jetzt? Ja, erklär. Boden, Losbude, okay. Driftzipli, Ballonturm. Oh, creepy. Das sieht alles schon echt cool aus. Färbebude, da kann ich wahrscheinlich kosmetische Sachen machen. Was ist das? Bisher beim Origin Dex? Na, Gen 4. Ich schätze mal, ich muss die alle einmal ansprechen. Wie schnell kann man sich zwei Wuffels tauschen? Antwort: über eine Stunde. Gen 1 Shiny Lavados und bist du schon bei 10.000? Viel Erfolg, Mario. Schick uns ein Bild, wenn du es geschafft hast. 10.000 ist ja so der Raum, wo ich es dann hatte. Hat Gen 6 auch so ein Festival-Ding? Was jetzt? So, fertig. Code nicht vergessen. Du brauchst Freundescode? Ja. Nein, lass mich da nicht rein. Du hast dein 3DS verkauft? Was? Ich dachte, du wolltest Typ 0 und Venikro machen. Hast du doch beide nicht gemacht? Also rede ich mit der da. Okay, dann müssen die in der Liste sein. Erste Liste. 0. Okay. Und wo ist jetzt mein... Das war damals, als SSM rauskam. Achso. Da? Kreisch. Da? Reden wir von der... Vom DS-Freundescode? Dann muss ich aber erst speichern gehen, weil ich kann glaube ich nicht aus dem... Oder doch, das ist ein 3DS-Game. Ich sollte rausgehen können und wieder reingehen können. Vom 3DS? Okay. Wobei, aber wenn ich jetzt die Einstellungen... Wobei, sind die nicht hier? Miiverse, nee. Ich weiß doch nix. Ich speichere lieber einmal. Oh. So, also zwei Wuffels. Denk nach.
Denk nach, wofür brauche ich zwei Wuffels? So, wo ging das jetzt hier nochmal? Tag- und Nachtform. Das sind die einen. Und die anderen? Die brauchst du doch mit deiner OT. Korrekt. Kriegen wir ja. Das ist nicht das Problem. Oben in der Leiste? Ah, hier. Hier. Da, oder? Hier. Hier ist der Freundescode. Oh. Du willst dir Gleichmut also per Breeden herbeicheaten. Was daran cheaten, was? Angel gibt mir jetzt zwei Eier, in denen ein Wuffel drin ist mit Gleichmut. Fertig. Warum muss ich das jetzt machen? Und nicht erst in einem halben Jahr, wenn ich soweit bin? Look at this dude, ja, so sehe ich aus. Das weiß ich nicht, weil der Online-Service von Nintendo abschaltet im April und ich dann nicht mehr tauschen kann. Das heißt, ich habe niemanden mehr, der mir ein Wuffels mit Eventfähigkeit tauschen kann. Außer die Person steht neben mir. Wieso suchst du ja nicht selbst eins? Weil Eventwuffel ein Eventwuffels ist. Die gibt's nicht mehr. Ich brauche jemanden, das ist eine Eventfähigkeit, genau. Amas? Angel? Muss meinen Code auch eingeben. Wie, wir müssen gegenseitig? Hä, kannst du nicht einfach mir eine Freundschaft jetzt schicken? Das ist dumm. Und wie da oben? Dann schreib. Das heißt, wenn ihr Zwielichtform Wolverock haben wollt, Origin Dex mäßig, müsst ihr entweder, egal wann, jemanden haben, der das hat und euch gibt, damit ihr es breeden könnt. Oder jetzt vor April müsst ihr das noch machen. Damit, ne, logisch. Weil tauschen ist nicht mehr möglich nach April. Okay, das sollte doch jetzt reichen, oder? Ich brauche die dann ja auch. Ja. Nico ist wieder da. Gott sei Dank. Ich hab dich vermisst, Nico. Und jetzt? Muss ich da wieder reingehen oder kann ich auch einfach so? Warte mal, da war doch gerade ein Knopf. Tauschen. Linktausch. Online gehen. Ah. Wie gehe ich online? Lokaler Modus. Hier. Ja. Ja. Okay. Das macht ja sogar Sinn. Ich kann euch auch die Eier machen. Okay, wir haben hier ein Online-Problem. Ich muss wahrscheinlich mal gucken, was ich für Internet-Einstellungen habe.
Ist da noch mehr, was man vor April machen sollte, sag mal? Keine Ahnung. Eigentlich bin ich im Internet. Eigentlich ist alles okay. Verbindungstest. Verbindung hergestellt. Ich bin im Internet. Was ist denn das Problem? Ja, es geht doch alles. Sag jetzt nicht, das geht jetzt schon nicht. Es ist noch nicht April. Ihr habt vor allem, du hast doch gerade eben erst mit jemandem getauscht. Warum geht es bei mir nicht? Nee, das ist gelöscht. Die DNS-Glitch-Sachen. Ich habe ja gerade einen Verbindungstest gemacht. Geht. Vielleicht wegen des Updates? True. Aber warum geht das Update nicht? Probier nochmal das Update. Kann sein, ne? Spiele müssen oft geupdatet sein, damit man sie online benutzen kann. Macht der Twitch-Guru gar keine tollen Twitch-Erklär-Videos, als ob du der Einzige bist, der alles weiß darüber? Was? Ich mache da nichts mehr drüber, ne? Sondern schon seit einem Jahr nicht mehr. Ich bin sicher nicht der Einzige, der Bescheid weiß. Ich weiß auch nicht Bescheid. Ich habe nur gelabert, was ich denke. Es gibt bestimmt genug Leute auf YouTube, die darüber labern. Muss sie nur finden. Bei Angel und mir hat alles geklappt. Schau mal. Wie lange streamst du noch? Bis ich keine Lust mehr habe. Ich weiß nicht, was man noch machen sollte. Gibt es noch andere Pokémon, die man mit jemandem tauschen müsste? Weil wahrscheinlich kann man nicht mehr tauschen. Nach April. Gibt es irgendwas in Gen 6 und Gen 7, was man tauschen muss? Tauschentwicklungen mache ich halt dann in anderen Spielen. Die Legis? Muss heute nicht kochen? Vielleicht? Nö. Jeder zweite kleinere Streamer hat einen Kanal, der genau wie deiner aussah. Ja, das hat mich auch genervt. Kanal-Reviews, scheiße, warst du abgehoben und hast jedem deinen Twitch-Kanal, einen Twitch-Kanal machen wollen, wie du ihn dir vorstellst, das war cringe. Okay, du bist also ein kleiner Hater, was machst du hier? Wieso kommst du jetzt vorbei und guckst mir beim Pokémon-Spielen zu und hatest hier rum? Erklär dich. Bitte, es macht mir Spaß, erklär dich. Glaubst du wirklich, ich wollte, dass das ganze Twitch so aussieht wie ich? Erstens war das nicht der Fall. Schließlich habe ich maximal 200 Kanäle angeschaut und 200 Kanäle ist nicht mal ein winziger Bruchteil von Twitch. Ja, und ich kann nichts dafür, dass die Leute tatsächlich meine ganzen Sachen 1:1 umgesetzt haben. Es hat mich selber auch genervt. Ein Grund, warum ich damit aufgehört habe, weil die Leute nicht ihren eigenen Kopf angemacht haben. Die haben einfach Sachen von mir gesehen, haben gesagt, oh, das sieht gut aus, haben es 1:1 nachgemacht. Die Fähigkeit heißt Tempomacher. Philipp Tempomacher. Ich kann bei meinem gemoddeten DS das Update nicht laden, nur bei meinem normalen. Dann muss ich das Update aus dem Age-Shop runterladen. Also wir kriegen es hin, keine Angst. Man kann doch irgendeinen Wuffels nehmen und in Carbo mit Fähigkeiten Pflaster die Fähigkeit geben. Das geht nicht, nee. Bodo, das geht nicht. Das geht nicht. Das sind zwei verschiedene Wuffels. Ein Wuffels, das nicht die Eventfähigkeit hat, wird die Eventfähigkeit niemals lernen können. Pflaster hin oder her. Das ist noch nicht mal eine versteckte Fähigkeit, glaube ich. Es ist einfach eine, es heißt auch nicht versteckte Fähigkeit, das nennt man Spezialfähigkeit. Hat nichts mit dem Pflaster zu tun, geht nicht. Deswegen ist ja das Event-Wuffels mit dieser Spezialfähigkeit eine eigene Form
da es sonst nicht anders existiert. Wurde erfolgreich runtergeladen. Geht. Okay, probieren wir es nochmal. Hier, Wuffels. Wie heißt die Fähigkeit? Alternativ. Schau, Gleichmut ist die Alternativfähigkeit. Ist noch nicht mal eine versteckte Fähigkeit. Pokédex 5. Mehr als Happens. Lukas schon wieder abgehauen, bisschen rumstenkern und dann nicht wissen, wie man weiterstenkert. Lukas, was los? Ich habe mich gefreut, endlich mal einen Stänkerer wieder hier zu haben. Stänker ein bisschen weiter. So, jetzt hier online gehen. Yes. Yes. Früher, hier in dem Spiel heißt es noch Tempomacher, inzwischen heißt es Gleichmut. Internet verbunden, daran lag's. Ist logisch. Ich habe nichts geändert und es hat jetzt einfach funktioniert. Ich habe nur kurz die Verbindung, einen Verbindungstest gemacht und dann ging's. Und jetzt gehen wir auf Tauschen. Linktausch. Dickbert, dankeschön für 2 Monate. Natsu. Ich habe Raupi für dich. Ich verstehe immer noch nicht, auf was du wartest. Dann sollst du mal zuschauen und nicht so ungeduldig sein. Zweites der wichtigste. Korrekt. Korrekt. Dick Bad, dankeschön. Und Questomat, Questo, du bist ein Vegimac, ist das, glaube ich, ne? Vegimac. Man kann sich blauen Lippenstift geben in dem Spiel. Man kann ja hier mehr ändern, wobei man kann schon viel ändern in den neuen. Abgelehnt! Freundschaft gekündigt. Wann Wuffels Tauschstream? Ich überlege gerade, ob wenn man... Es geht, das Problem sind halt die Eier. Man muss es halt in Eiern haben. Sonst könnte ich die halt in Bank storen. Und dann immer machen. Ich glaube nicht, wir können gleich mal probieren, ob man Eier in die Bank tun kann. Dann wäre es halt super easy. Aber wir haben beide gleichzeitig gemacht, deswegen. Ein Ei. Geht, glaub nicht. Wir müssen es ausprobieren. Braucht Wuffels jetzt, triggert FOMO. Bedankt euch bei Angel. Die ist auf die Idee gekommen. Sie hat ganz am Anfang gefragt, sag mal, wenn April kommt, kann man da nicht mehr tauschen? Ja, wahrscheinlich nicht mehr. Und ich habe das gar nicht gecheckt, aber sie dann sofort, was bedeutet... Natsu. Man, ich lag eben mit Zenus in einer Stunde gar nicht mal so schlecht. Nein, das hat ja nicht eine Stunde gedauert. Eier kannst du tauschen, auch in Gen 9, aber du kannst sie halt nie auf Home packen. Und Wundertausch geht auch nicht. Hallo Schmaddel. Hallo Nightmare. Hier ist dein, es geht, doch, Shiny Klotzeier. Shiny Klotzeier.
Dann kommt Video zu Gen 5. Du nervst. Halt die Klappe. Wie kannst du es schaffen, so unbewusst zu nerven? Bam, 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 da wollte ich hin. Angel, vielen, vielen Dank. Du hast mir jetzt eingebrockt, dass jetzt alle von mir einen Wuffels wollen. Lasst Angel in Ruhe. Sie ist nicht dafür verantwortlich, euch jetzt Wuffeleier zu geben. Aber, Moment, sind jetzt schon bei mir drin. Vielen, vielen Dank, Angel. Du bekommst einen wichtigen Teil im YouTube-Video. Immer wieder gerne. Dankeschön. Ich speichere mal und warte, ich tue die mal in die Box und dann gucken wir mal kurz, ob wir die auf Bank übertragen können, aber zu 99% nein. 99,9%. Okay, Y geht hier nicht. Wie ändert man? Nein, wie ändert man? Touch, touch. Vielleicht ist noch eins auf Sonne. Stimmt, ich hätte ja zur Not selber auch eins. Wir können auch einfach eine Kettenmail machen und das Wuffels von Happens nehmen und ihr tauscht euch das jetzt ständig weiter und macht euch ein Ei daraus und tauscht es weiter an den Nächsten, der es braucht. Das wäre doch, das ist doch Community-Denken. Ihr tauscht es euch jetzt die ganze Zeit selbst hin und also immer weiter, wie so eine Kettenmail. Wenn du nicht willst, dass der Origin Dex fehlschlägt, dann schicke dieses Wuffels weiter. Jetzt gehe ich in die Bank. Da wird es ein Shoutout zu Schaf geben. Vielleicht. Happens Wuffels wird zur Wanderhure, genau. Aber warum willst du denn Eier auf die Box packen? Kannst du es dann nicht auf ein anderes Spiel tauschen und dort weiter breeden? Darum geht's nicht. Ich muss jetzt dieses Wuffels ausbreeden in Gen 7. Sonst ist es ja kein Gen 7 Wuffels. Wenn ich das woanders ausbreede, dann ist es ja ein Gen 8 oder Gen 9 Wuffels. Ich will nur testen, ob ich die Eier jetzt hier draufpacken kann. Dann wäre es für mich einfacher, euch Eier zu schicken. Dann kann ich jetzt nämlich 50 Eier machen, wieder draufpacken und wir können irgendwann euch die Eier geben, wenn ihr sie braucht. Weil ich weiß ganz genau, wenn ich ein Gen 7 Origin Dex Video mache, sagen alle, oh nein, wie kriege ich denn jetzt einen Wuffels? So ja, vorbei. Und so hätte ich halt noch irgendwie 100 Eier auf Bank liegen, die ich dann verschicken könnte. Aber es geht nicht, es wird nicht gehen. Du kannst Eier nicht draufpacken. Aber ich könnte trotzdem 100 Eier auf einem Spielstand haben. Also so oder so, ich sag mal, ich habe die jetzt. Und es gibt ja auch genug andere Leute, die noch einen Wuffels haben auf der Welt. Das heißt, wenn es soweit kommt und ihr seid bei eurem Gen 7 Origin Dex, und ihr braucht unbedingt dieses Wuffels, dann könnt ihr euch an mich wenden, weil ich habe hier eins und ich habe Eier jetzt. Von Angel. So, das kann nicht gehen. Nee, das geht nicht. Kannst du da nicht jetzt schon einen Community-Post machen? Ja. Die Tage. Aber jetzt brüten wir die mal aus. Hallo Akin. Aking.
Du bräuchtest eins, Mauri. Da hast du nicht dran gedacht. Wobei, das stimmt ja gar nicht. Das wird ja nicht für immer eben gehen. Wir müssen das jetzt machen. Bis April. Wann ist das genaue Datum, wann die Server abgeschaltet werden? Irgendwie, was war es? 13. April? Was kann ich denn machen, um mich zu entschuldigen? Aufhören, nervig zu sein. Und hör nicht auf die doofen Leute, die sagen 100 Subs spenden. Lass die Kreditkarte von Mama in Ruhe. Gehe ich jetzt einfach hier und runter? Kannst du ein Pokémon A-King nennen? Ist auch okay, wenn du nicht möchtest. Nein. Ich gebe keine Spitznamen. Das ging schnell. Moment mal, warum ging das so schnell? Angel, sag nicht, du hast das Ei sogar vorbereitet. Angel. Ah. Ich kann nicht weiterspielen, ich sehe nichts. Angel, hast du das Ei vorbereitet? Hallo Cynthia. Angel. Wo ist das Ei sofort ausgeschlüpft? Die sind etwas angebrütet. Etwas? Ging es so schnell. Dankeschön für 100 Bits, wow. Demon King. Dankeschön. Nein, ich habe nur ein 3DS-System. Ich werde sowas wie Trombok in zum Beispiel Kamezin und Popo machen. Jetzt ist eben die Frage, gibt es noch irgendwas Tauschmäßiges, was ich unbedingt machen muss? Die Eier haben sich selbst erwärmt, so wie lange ich gebraucht habe. Come on. Trombok kann ich wild fangen sogar hier. Gibt's hier einen Schrittzähler? Trombok nicht Gen 6? Keine Ahnung. Alola Georok? Alola Georok kann ich in Kamezin und Popo entwickeln. Radfotz hat keine Tauschentwicklung und selbst gäbe es dann Let's Go. Wuffels. Tempomacher. Was ist jetzt, wenn ich hier drauf gehe? Das Pokémon lässt sich nicht aus der Ruhe bringen und verhindert so die Verwirrung. Das andere ist auch Tempomacher. Das sind zwei verschiedene. Es hat funktioniert. Haben wir zufällig gerade Zwielichtzeit? Nee, ich glaube, vorhin war tatsächlich Sonnenuntergang. Das ist jetzt vorbei. Aber das macht auch nichts. Das heißt, die habe ich schon mal. Und ja, ich könnte jetzt... Ich müsste halt jetzt, um die zu brüten, so weit spielen, bis ich brüten kann.
Aber ich könnte sie auch übertragen auf meinen Mondspielstand, wo ich, glaube ich, sicher brüten kann. Und dann kann ich da das brüten. Weil hier spiele ich jetzt sicher nicht noch weiter. Hallo, gelber Toad. Okay, jetzt schauen wir mal die anderen Spielstände von Happens noch an. Wir haben hier auch ein Y. Fällt uns was ein, was wir in Y brauchen? Was im April vorbei ist. Wenn du dann Ditto hast, kann ich das Ditto direkt rüber tun. Billy! Who's Billy? Who Billy? Wo Pokémon Center? Hier. Was ist das denn? Ist doch kein Pokémon Center. Och nö, mein Bruder hat meinen Spielstand überschrieben. Ich hab ja dieses Paris hier gehasst. Ich check nie, wo was ist. Wo ist hier ein Pokémon Center? Taxis. Jesse Chuan kommt aus dem Nichts und beleidigt Happens. Wenn du... Ah, hier. Nee, das ist doch der Professor. Wo sind Pokémon Center in dieser Stadt? Lurak, Sigard, aber kein Event-Sigard, oder? Nee. Wo? Anstatt zu sagen, oh, er ist dran vorbeigelaufen, sag doch wo, das da. Das ist so klein. Sehr winzig. Ich erwarte Fahnen, Trere, alles. Wir haben hier Leufeo, Porenta, Quaffaff, Mehikel, Sierro, Kecleon. Dein Bruder mag auch keine Spitznamen, sehr gut. Tignis, Vivillon. Wo hat der denn gespielt? Das Deutsche hat dieses rosane Muster und wo hat er denn gespielt? Wie war euer DS eingestellt? Eigentlich ist es rosa Deutsch, ja, ne? Das ist das Deutsche. Türkei. Ah. Das ist nicht das Deutsche, Mauri. Es gibt zwei Deutsche. Rosa ist Frankreich. Nein, Deutsch ist auch Frankreich. Rosa kann auch Deutschland sein. Deutschland ist unterteilt in Süddeutschland und Norddeutschland. Und das ist unterschiedlich. Aber ich glaube nicht, dass das... Es kann sein, dass das Norddeutsche ist. Fängt mit Phoenixes an, aber hat's nicht im Team. Selten, dass man jemanden findet, der mehr als eine Box voll hat. Glurak, Sigard, Knackrak, Mewtwo. Wo gibt's Mewtwo im Spiel? Despotar und Yveltal. Leider nichts, was ich behalten würde.
Wobei man kann eigentlich immer sagen, man behält Legis einfach. Es gibt immer Leute, die sagen, oh, ich brauche noch einen Sigard. Legis darf man nie wegschmeißen. Die anderen schon. Okay. Aber ein Legi mit einer OT, Billy? Wenn du noch einen Sigard brauchst und du hast kein Spiel, mit, auf dem du spielen kannst, dann nimmst du, glaube ich, auch einen Sigard von Billy. Billy ist ein richtiger NPC-Name. Aber dein Bruder heißt doch gar nicht Billy, oder? Heißt dein Bruder Billy? Wir gucken gleich Sonne an. Ich tue die noch schnell rüber. Der nennt sich überall Billy Riley. Leo hat 100 Coins auf dem 3DS. Ja, was mache ich mit denen eigentlich? Die brauche ich dann für Traumradar. Sonst nichts, oder? Traumradar brauche ich die, dann geht Traumradar schneller. Hast du mir jetzt verziehen, dass ich dich genervt habe? Nee, weil du nervst mich immer noch. Was? Was? Ich komme mir vor wie so ein Mafia-Boss. Nico, chill, das ist bloß das Internet, ich bin bloß irgend so ein Dude. Hör auf, mir gefallen zu wollen. Andersrum, hör auf, mir gefallen zu wollen. Stimmt das? Ja. Gen 7. Gen 7 ist schon vorbei. Aber jetzt kommt wieder Gen 7. Jetzt kommt der ultimative Spielstand von einem Happens. Das schauen wir mal. Was da jetzt drauf ist. Update. Abwarten, von wem der Spielstand ist, genau jetzt wieder Billy. Billy! Stell dir vor, du bist ein glücklicher, lebendes Pokémon und es geht dir gut, dann kommt ein Typ, schmeißt den Ball in die Birne und dann frierst du den Rest der Ewigkeit als rotes Licht gefangen in einem Balg, abgelegt in einer Cloud. Hard life. Sucks to be a Pokémon. Irgendjemand hat vorhin, glaube ich, Who's That Pokémon eingesetzt. Ach, du sogar. Hier. Who's That Pokémon? Ey, sind jetzt echt schwer so, ne? Ich sag Ultra-Bestie. Ich sag dieses Kabelviech. Ja, quasi Koplosio, aber ich sag dieses Kabelviech. Ja, Schrick, das habe ich gemacht. Aber ich hatte Wasser dabei und konnte mir so die Hand waschen auf dem Weg zurück. Ich bin
Hab mich schnell umgeguckt. Überall sind Autos vorbeigefahren. Aber sonst waren keine Passanten unterwegs. Dann habe ich schnell den Agavenhonig ausgepackt, reingepresst, draufgeschmiert. Und dann bin ich. Habe ich Wasser auf den Baum drauf, um den Agavenhonig wieder wegzuwischen. Und habe meine Hände mit Wasser gewaschen und bin wieder nach Hause gelaufen, ganz schnell. Und habe gekichert dabei. Wann verzeihst du mir? Anscheinend niemals, denn du begreifst es nicht. Für Gen 7 fängst du die Pokémon in SM oder USLUM? Ich muss sie in Usum fangen, denn Ultrabestien gibt's mehr dort. Macht keinen Sinn, Sonnenmond zu spielen. So, was ist das? Makabaya? Das ist, glaube ich, zu groß dafür. Tandrak? Ich sage das komische Volto irgendwas. Oh, es ist Koplosio. Das ist auch Koplosio. Shiny Koplosio. Warum hat es nicht Bring gemacht? Oder ist es nicht shiny? Ah ne, es ist nicht shiny. Wie sieht es shiny aus? Kein shiny. Ja. Koplosio. Ja, es war auch ein guter Guess. Stimmt, es ist so komisch dunkelblau. Die Update-Daten wurden erfolgreich runtergeladen. Sehr gut. Dann schauen wir mal, was happens. In seiner Kindheit vor 2 Jahren hier so getrieben hat. Zumindest im Poke Center gespeichert. Wir haben hier ein Koryogel, ein Klavian. Und noch ein Koryogel. Sehr gut. Im Team ist ein Fuegro. Level 100. Ist das gecheatet, Happens? Ein Solgaleo im Meisterball auf Level 100. Ist das gecheatet, Happens? Andi? Amigento mit Drachendisk. Ist das gecheatet? Auf Level 100? Wie hast du die auf Level 100? Das hast du zu viel gespielt, das Spiel. Sag nicht, das ist das Spiel, was du am meisten gespielt hast. Turbo Ball sogar für Capo Ricky. Hat sich sogar Mühe damals gegeben mit dem Pokéball. Ey, der Turbo Ball passt aber echt perfekt. Primarine, mit Primarine angefangen. Moment, aber du hast auch ein Fuegro. Oh, da ist Cheaten, da ist irgendwas. Oh, ein japanisches Primarine, also. Du hast es im Wundertausch erhalten. Form, Farben. Warum ist Klavion bei Formfarben? Entwickeln? Die wollte man noch entwickeln. Tja, das ist wohl vorbei. Willst du wirklich, dass ich diesen Speicherstand lösche? Weil ich muss ja nicht, ne? Ich muss ja nicht unbedingt Sonne spielen. Aber wenn du... Oh, hier sind 2 Eier. Flammiau-Eier. Wie, dass du sogar Flammiau-Eier drüber schreibst. Heb den Bobbes hoch. Nee, kein Bock. Nutzbare 3%? Was heißt das denn? Who cares? Das ist ein Speicherstand mit 100 Stunden. You should care. Was heißt denn nutzbare 3%? Was heißt das? Velsa, Golking, Starmie, nutzbare 3%. So deutsch. Ach, dieses geile Snobili-Cut. 190 Stunden. Waren es nicht 190 Pokémon? Gastrodon, Garados, Absol, Rokara, Pandir. Wenn da jetzt ein Shiny dabei ist, an das du dich nicht erinnern kannst. Japanisches Gengar. Spanisches Melotic. Sogar hier ein spanisches Silvaro. Du hast hier Magiana. Andi OT. Ah, warum kriegen die immer die scheiß OT, Mann? Okay, das müssen wir auf jeden Fall aber rüber tun. Das ist besonders. Du hast dir das Magiana geholt. Ein paar Flammiaus.
Staplerrang, ey. Kanimani sogar, Meganie und Tornupto. Ich glaube, du hast das Spiel echt viel gespielt. Wie viel Zeit hast du mittlerweile in Capo gesteckt? Ich? Keine Ahnung, 500, 600 Stunden oder so? Aber kein Zwielicht, Vollbarock, oder? Raichu! Da ist ein normales Wolverock. Ein Finsterball. Bent Spoon. Auf Englisch. Spanisches Agrostella. Was ist das für ein Ball? Ist das ein Netzball? Nee, wie heißen die Bälle nochmal? Psyana. Quajutsu hat er sogar. Onarion. Kokowai, was man nicht sieht. Tukanon, Metagross. Und das hast du nicht im Team. Nutzbare Pokémon. Ei im Tauchball. Entwickeln. Ich habe auch keinen Wuffels gesehen. So viele Voltrians. Noch ein Seagat. Ja, die müssen wir auch alle nehmen. Zumindest Seagat im Pokéball ein Seagat. Nice. Hier, Origin Dex Seagat von Andy. Ultrabestien, Form und Farben. Okay. Krass, du hast jede Box. Fast in jeder Box hast du was. Okay, nevermind. Da sind einige nicht. Okay, cool. Sollen wir hier irgendwas wegtun? Kapuriki ist was Besonderes. Komm, Amigento nehmen wir auch. Solgaleo. Okay. Ich lösche den Speicherstand ja noch nicht, aber ich tue sie schon mal auf Bank rüber. War das ein Ash Quajutsu? Wann war der letzte Save? Am 20.03.2024. Kann sein, ist das Autosave? Kann sein, dass ich das schon mal angeschaut habe, als ich angekommen bin. Da steht 2013. Achso, da unten, zuletzt gespeichert. Einfach vor 11 Jahren. Boom. Um 0.10 Uhr, da ist jemand zu lang wach geblieben. 0.10 Uhr, 2013. Ich hätte damals das Zwielicht-Wolverock bekommen können, hatte aber mit dem 3DS kein Zugriff aufs Internet. Mist. Käferball, ja, war das. Das Mergane kriegst du heute immer noch, ja. Das ist halt schon was Besonderes. Umso mehr man hat, desto besser. Deswegen, die sollte man schon retten. Wolverock, aber können wir uns nicht irgendwie anschauen, ob das, vielleicht ist es ja das und du hast das falsch entwickelt. Kühn, hinterhältig, Adlerauge, ne. Vulpix, Raichu. Hier ist Quajutsu mit Freundschaftsakt. Das ist ein Ash Quajutsu, meine Lieben. Not bad.
Aber gar keine Legis, oder? Ja, doch, Solgaleo, ne? Nee. Doch, irgendwo sollte noch Solgaleo sein. Hier. Nutzbare 3%. Was heißt es? Du hast die Demo auch noch drauf? Ja, ich habe die Demo auch noch drauf. Also ich könnte es mir auch unendlich oft holen. Ah, da mal gerne. Die dürfen wir doch wirklich nicht wegschmeißen. Ich meine, diese ganzen Ultra-Bestien sind ein bisschen übertrieben. Aber wir lassen es mal. Cool. Das ist die Ausbeute von Happens geschenkten Spielen. Hättest du mich mal 2013 gefragt, was ich davor hatte? Was du davor hattest? Was hattest du davor? Was hattest du vor? Was hattest du vor? Das klingt so wie ein Bösewicht, der die Welt beherrschen möchte. Klingt wie Team Rocket. Relaxo ist im Jubelball? Was, da war ein Relaxo im Jubelball? Ah, ich guck. Bist du sicher? Wenn das jetzt nicht stimmt, dann gibt's Popoklappe. Das falsche Pokémon Ranger? Nee. Achso, du weißt selber nicht, was du davor hattest in 2013. Warum? Du hast halt das Spiel ordentlich gespielt. Achso, wegen den 3%, ja. Relax-Event. Was ist denn ein Relaxo-Event gewesen hier? Ich gucke. Ich würde es gern so viel machen, einfach günstig Spiele irgendwo kaufen und halt dann die Spielstände durchgucken, was da drauf ist. 2013 gab es die Spiele noch gar nicht und hallo? Hallo Flug. Pokémon Sonne. Release. 18. November 2016. Happens. Was hast du getan? Was hast du getan, Happens? Was ist passiert? Mamfax war, glaube ich, das erste Event in Usum. So, wo war das? Soll ich jetzt alle auf ihren Ball checken? Wo seht ihr überhaupt den Ball? Hast du den Ball noch im Spiel gesehen? Weil hier ist der Ball ja gar nicht mehr drauf. Oh Gott. Relaxo. Ein Jubelball Relaxo. Warum? Gut aufgepasst, dankeschön. Aber die anderen kann ich jetzt nicht so gut überprüfen, oder? Außer ich kann so durchgehen. Doch, kann ich. Okay, einmal kurz so schnell durchgehen. Irgendwelche Jubelbälle. Nein. Das haben wir bei den anderen jetzt nicht gecheckt. Ah, da waren auch noch nicht so viele Pokémon drauf. Ah, das Z-Stein. Das gab's noch als Event. Geil, dann verliert es jetzt den Z-Stein. Logischerweise. Weil die Items werden dadurch zurückgelegt.
Nee. Das reicht ja auch. Die nutzbaren 3%. Hab die Woche auch mal meinen Pokémon Ranger gecheckt, das ich vor ein paar Jahren gekauft hatte. Und da ist das Ei von Manaphy auch noch da. Nice. Sehr gut. Ich habe meine 4 jetzt abgeholt. Und sind schon auf Saphir drauf. Diamant. Okay, jetzt aber Schluss hier. Kann der Jubelball beim Züchten vererbt werden? Nein. Jubelball und Meisterball können nicht vererbt werden, sonst alle anderen schon. Seit Gen, ich schätze 5. Ich weiß es gerade nicht mehr. Ich weiß es gerade nicht. So, Cynthia kriegt ihre Punkte zurück. Hallo Sakura. Dann kann es ja bei dir bald mit dem Hunten losgehen. Ja, in Schwarz. Montag fangen wir an mit Gen 5 Schwarz. Morgen und übermorgen machen wir noch Entei und Deoxys Hunts. Und dann am Montag starten wir klar mit Gen 5 Origin Dex. Wir starten einfach Schwarz und ich spiele gechillt durch. Und ich werde alle Pokémon, bei denen es möglich ist, werden die versteckte Fähigkeit kriegen. Es geht bei relativ vielen, aber nicht bei allen. Ich glaube, bei so der Hälfte geht es tatsächlich. Aber es sind verdammt viele, vielleicht ist es nicht die Hälfte. Und wir haben jetzt heute alles aufgezeichnet für das Wundertausch-Video. Ich habe 150 Shinies in den Wundertausch gesteckt. Das werde ich jetzt am Wochenende machen, das Video. Und für heute ist hier erstmal Schluss. Und wann kann man dich nach Wuffeleiern fragen? Oh, ich weiß noch nicht, wie wir das machen. Ich will dieses Kackspiel nicht spielen. Ich muss so viele Eier in dem Spiel brüten. Ich habe Besseres zu tun. Ich weiß nicht, wenn ich unendlich viel Zeit hätte oder wenn... Ihr habt mir noch nicht geantwortet, wann machen die Server dicht? Shutdown Nintendo Server Anfang April, 8. April. April, 4 PM PTD ist 23 Uhr, also 24 Uhr in Deutschland. Also der komplette 8. April noch. Ist der letzte Tag. 8. April ist der letzte Tag. Wahrscheinlich, oder? Warte mal. Street Pass wird immer noch gehen. Das ist halt alles lokal. Aber es ist logisch, oder? Wir werden nicht mehr tauschen können in zum Beispiel Sonne, Mond, XY. Ist logisch. Macht Bank dicht. Klappe! Das neue Dragon Ball sieht, by the way, richtig gut aus. Nein. Ich weiß nicht, wie wir das mit Wuffels machen. Wenn, dann machen wir einen Stream draus. Natürlich gibt es Leute, die es sowieso kriegen, klar. Wir machen einen Stream draus, in dem ich brüte und verschicke. Wer in dem Stream nicht kommt, hat Pech gehabt. Und ich werde es davor ankündigen, auf YouTube, auf Twitter, auf Discord. Und dann werden wir so lange Wuffels tauschen. Aber immer nur eins. Ich mache Eier, Ei fertig tauschen, Ei fertig tauschen, Ei fertig tauschen. Bis alle, die an dem Tag kommen, eins haben.
Erstmal DS laden und schauen, ob ich eins auf meinem Spielen habe. Genau, wenn ihr eins im Jubelball habt, seid ihr gut. Dann könnt ihr selber Eier machen und eure OT ändern jederzeit und sowas und im Pokéball. Ja. Bedankt euch bei Sack, bei Angel. Und die hat da dran gedacht. Ich hätte da nicht dran gedacht. Ich hätte gedacht, dann, ah, okay, geht halt nicht. Ist halt ein Event-Wurfels. Aber stimmt, das ist eins von diesen besonderen, die man halt brüten kann. Es geht um Zwielichtwurfels, genau. Zwielichtwurfels ist ein Event. Und kriegt man in Gen 7 nicht ohne Event. Aber du kannst es brüten. Das heißt, ich kann für euch Eier machen. Ihr könnt die Eier ausbrüten und es ist euer Wurfels mit eurer OT mit Zwielicht. Und nach April, nach dem 8. April, könnte ich euch das nicht mehr geben. Nach dem 8. April kann man euch das nicht mehr über das Internet geben. Okay. Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen zu Entei und Deoxys. Bussi. Stellt nichts an. Nervt keine fremden Streamer. Nur die, die ihr gut kennt. Und tschüss.